Und zwar in folgender Reihenfolge. Zunächst wird Hannes anfangen, dann Zvi. Dann wird Hannes auf das Statement von Zvi reagieren, Zvi auf das Statement von Hannes und dann seid ihr und sie gefragt. Genau, zunächst nur ganz kurz Vorbemerkung von mir. Es ist das Einfachste, was schwer zu machen ist, schreibt Brecht über das, was Marx, das Ideal, nach dem sich die Wirklichkeit zu richten haben wird, charakterisiert, den Kommunismus, verstanden als, Zitat, wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, wie es bei Marx weiter heißt. Stefan Griegert schreibt analog dazu in seinem Text Befreite Gesellschaft und Israel, Zitat, der Kommunismus sei ein Begriff, der sich einer Definition der gängigen Sozialwissenschaften entzieht. Streng genommen ist Kommunismus nichts weiter als die Bewegung der materialistischen Kritik. Zitat Ende. Das große Lexikon der Bundesrepublik hingegen zeigt schon den Widerspruch, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen werden. Es beschreibt den Kommunismus, lateinisch von communis, gemeinsam, als erstens die gedankliche Vorstellung von einer Gesellschaft, in der das Privateigentum an Produktionsmitteln, also Boden, Maschinen und Rohstoffe, in Gemeinschaftseigentum überführt wird. Zweitens die Gesamtheit der ökonomischen und politischen Lehren, die das Ziel einer kommunistischen Gesellschaft auf der Grundlage von der Theorie von Karl Marx und Friedrich Engels sowie Wladimir Iljitsch Lenin und ihre Nachfolger verfolgen. Drittens, und das ist der entscheidende Punkt, die politischen Systeme, die die marxistisch-leninistischen und alternative kommunistischen Lehren in die Praxis umsetzen. Und eben der letzte Punkt markiert die Dialektik des Begriffs. Zitat, das aufgelöste Rätsel der Geschichte, um es nochmal mit Marx zu sagen, auf der einen Seite, stalinistische Säuberung, maoistische Kulturrevolution, sowie sich selbst kommunistisch nennende Diktaturen in Afrika, Afghanistan, Nordkorea, Kambodscha, Vietnam, Osteuropa und Lateinamerika mit knapp 100 Millionen Toten laut Schwarzbuch Kommunismus. Genau. Die heutige Veranstaltung mit dem kontroversen Titel Scheitern und Zukunft des kommunistischen Projekts soll die Frage erörtern, was der Kommunismus genau ist und ob der Begriff vor dem Hintergrund der mit ihr verbundenen Geschichte geeignet ist, um linke Alternativen überhaupt noch zu beschreiben. Diskutiert werden soll, ob es tatsächlich möglich ist, wie vom Autorenkollektiv Situationistische Revolutionstheorie vorgeschlagen, als Kommunismus, ausdrücklich mit K, die staatskapitalistischen und sonstige Verunstaltungen der marxistischen Kritik zu bezeichnen, jedoch für das Projekt der allgemeinen Emanzipation im Sinne kritischer Theorie auf die Schreibweise des 19. Jahrhunderts zurückzugreifen, also den Kommunismus mit C. Oder ob der Begriff vor dem Hintergrund seiner stets mitgeschleppten Implikation nicht eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. In diesem Sinne übergebe ich an Hannes. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich hoffe, ich spreche laut genug. Wenn das nicht so ist, dann kann man vielleicht hinten noch ein paar Reihen dann auch vorrutschen. Dann noch die Frage, sind auch in den hinteren Reihen dieser Art Handouts angekommen? Ja, gerade so? Super. Wenn nicht, hätte ich jetzt, oder wenn noch Leute dazukommen, dass vielleicht, wenn zwei nebeneinander sitzen, dann noch eins weiterreichen. Ja, ich steige gleich in mein Referat ein. Es gibt eine Grundsituation, die man historisch und gesellschaftlich nicht entkommen kann. Und das ist, dass man, um genüsslich leben zu können, muss man, um größere Übel abzuschaffen, wie zum Beispiel Hunger oder Frost, muss man arbeiten, muss man die Natur umformen, damit man dieses größere Übel abherrscht, wobei dann diese Arbeit, diese Umformung der Natur das kleinere Übel ist. Das heißt, es ist Mittel zum Zweck. Und das ist erstmal eine Grundsituation, mit der Menschen umgehen müssen. Marx definiert Arbeit als durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt. Es kann zwar möglicherweise Zufälle geben, dass Arbeit mal Spaß macht. Wesentlich ist Arbeit aber erstmal, dass sie Mittel zum Zweck ist und insofern notwendig und nicht frei gewählt. Und trotzdem macht man sie,
um einem bestimmten Zustand zu entfliehen. Die Menschen sind im Naturdasein entflohen, weil im Naturdasein, im reinen Naturdasein, herrscht gewissermaßen Lust und Mangel zugleich. Die Lust mögen jetzt sinnliche Erlebnisse bei der Nahrungsaufnahme oder anderweitige Sachen sein, aber Natur ist gewissermaßen mit Lust verschränkt und gleichzeitig hat die Natur diese Lust nicht unendlich und der Mensch empfindet in der Natur auch Mangel. Und das kann er natürlich alles empfinden, weil er und auch reflektieren, weil er halt mit der Vernunft ausgestattet ist. Ein zweites, ja, vielleicht, wenn jetzt zwei Leute nebeneinander sitzen, dann können die nochmal einen Zettel hintergeben. Ich habe hier so Handouts gemacht, wo so Zitate. Also ich war gerade dabei zu erzählen, dass der Mensch im unmittelbaren Naturdasein zwar einerseits Lust erfährt, aber andererseits auch nicht befriedigt wird. Es gibt sowas wie Frieren, es gibt Hunger, es gibt letztendlich sogar den Tod, wo einem die Natur, die einem auch großartige sinnliche Erlebnisse verschafft, gleichzeitig mit Mangel konfrontiert. Und der Mensch kann dies mit Arbeit versuchen, kann die Natur so umformen, dass er weniger friert, dass er weniger hungert. Insofern ist eine Möglichkeit, der Menschen aus diesem reinen Naturdasein und aus dem Mangel zu entfliehen, indem er die Natur umformt, also arbeitet. Die zweite Möglichkeit, die er auch oftmals jetzt gewählt hat in der Geschichte, ist, sich in Gesellschaft, Gemeinschaft, sich sozial zusammenzutun. Und in dem Moment, wo das passiert, ist nun die Frage, wie diese Arbeit, die der Mensch aufwendet, um dem mangelhaften Naturdasein zu entkommen, wie diese Arbeit sich innerhalb der Gesellschaft, der Gemeinschaft verteilt. Wie verteilt sich also die notwendige Arbeit auf die einzelnen Schultern? Und das ist ein Problem, das muss jede Gesellschaft klären. Ganz grob und sehr abstrakt könnte man jetzt drei Möglichkeiten herausdestillieren aus der Geschichte. Das eine ist das, was Marx als ursprüngliche Gemeinschaft bezeichnet. Euphemistisch wurde das teilweise auch als Urkommunismus bezeichnet, wobei das irreführend ist, weil diese Gemeinschaften darin bestanden, dass im Prinzip die Individuen, das heißt die Menschen, so viel Freiheit besaßen wie die Biene im Bienenstock. Das heißt, der Einzelne ist dann jeweils nur unmittelbar Funktion innerhalb eines Ganzen und hat keine Disparität zu diesem Ganzen, hat keine freie Wahl innerhalb dieses Ganzen und ist gewissermaßen an seine Funktion festgeeist und bestimmt sich auch nur über diese Funktion. Diese Dimension, dass jetzt diese ursprünglichen Gemeinschaften meistens durch magisch-religiöse Hierarchien strukturiert waren, die lasse ich jetzt mal beiseite. Lösungsmöglichkeit 2, eine hierarchische Gesellschaft, wie wir sie in einer Sklavenhaltergesellschaft haben oder wie wir sie in einer Feudalgesellschaft haben. Dort ist es so, dass die Arbeit ungleich auf die Schultern verteilt ist und dass bestimmte Schichten über andere Schichten herrschen und über diese politische Gewalt ausüben. Dort ist gewissermaßen eine partikulare Schicht, hat dort die allgemeine politische Herrschaft inne und die allgemeine soziale Herrschaft inne
und eine partikulare Schicht spreizt sich gewissermaßen schon im Allgemeinen auf und beherrscht eine andere Schicht, die dann gar keine Rechte haben und keine Partizipationsmöglichkeiten politisch und sozial am Allgemeinen. Eine dritte Möglichkeit, diese Arbeit zu verteilen, hat sich mit der bürgerlichen Gesellschaft ergeben. Dort ist es nun nicht mehr so, auch wenn das teilweise vulgärkommunistisch manchmal behauptet wird, dass irgendwelche Kapitalisten herrschen, aber hätte Marx das beschreiben müssen, hätte er nicht so viel Aufwand mit diesen drei dicken, und es sollten ja noch mehr werden, mit diesen drei dicken Wälzern betreiben müssen. Sondern Marx beschreibt dabei so etwas, ich sage jetzt mal kurz, weil das auszuführen würde hier den Rahmen sprengen. Er beschreibt dort sowas wie einen Selbstläufer. Eine Dynamik, die aus der Interaktion vieler Einzelner entsteht und diesen kapitalistischen Produktionsprozess bildet, der dann gewissermaßen als sachliche Herrschaft über alle Menschen herrscht. Ja, also Marx, dort gibt es zwar Gewinner und Verlierer, die Gewinner wären jetzt die Kapitalisten, die Verlierer das Proletariat, aber dass es dort Gewinner und Verlierer gibt, bedeutet nicht, dass bestimmte Gewinner gleichzeitig die Herrschaft über diese Gesellschaft innehaben. In Zeiten der Finanzkrise ist das vielleicht wieder klarer geworden, dass selbst Gewinner nur innerhalb der Funktionszwänge agieren können. Und diese Funktionszwänge sind halt die Gesellschaft. Und damit wird diese Arbeit nicht mehr aufoktroyiert durch eine Schicht. Also eine Schicht oktroyiert nicht mehr einer anderen Schicht die Arbeit auf, sondern die Menschen treten sich als Gleiche gegenüber, wobei gewissermaßen ein großes Problem jetzt herrscht. Sie treten zwar als Gleiche sich gegenüber, aber es ist der Produktionsprozess, der die Menschen unter sich subsumiert, anstatt dass die Menschen den Produktionsprozess bemeistern. Das heißt, der Produktionsprozess herrscht jetzt über die Menschen. Und Marx beschreibt es dann auch als zweite Natur. Das Problem ist also, die Menschen sind mittels Arbeit aus der Natur oder sind aus der Natur entflohen. Und dieser Produktionsprozess hat sich jetzt zu einer zweiten, zu einer gesellschaftlichen Natur verkehrt, die wiederum sie determiniert. Jetzt haben wir zwar eine Gesellschaft, wo die Leute als Gleiche sich gegenübertreten, aber die Menschen machen nicht bewusst ihren Produktionsprozess. Und das ist meines Erachtens der, und gerecht geht es darin auch nicht zu, insofern es diese Gewinner- und Verliererseiten gibt. Und das extrem, ja. Also einerseits leben Menschen teilweise von wenigen Cent am Tag, währenddessen andere Milliarden auf dem Konto haben. Wobei dann diese Spaltung in Klassen auch noch durch eine ungleiche Verteilung der Produktionsmittel zustande kommt. Das nur am Rande. Marx' Standpunkt in der Kritik der politischen Ökonomie, also das, was man als die drei Bände des Kapitals und noch diverse Manuskripte kennt, ist zweierlei. Erstens Gerechtigkeit. Zweitens, oder dass Gerechtigkeit nicht nur zum Schein, nicht nur formal, rechtlich und politisch existiert, sondern auch sozial. Also das ist der erste Standpunkt, der Gerechtigkeit. Und der zweite Standpunkt ist der rationalen Bemeisterung des Produktionsprozesses. Das also, sozusagen aus diesem Standpunkt heraus, kann er das Kapital kritisieren. Und das ist ein Standpunkt, den hat er von den Frühsozialisten geerbt. Wenn man so Leute liest, die französischen oder englischen Frühsozialisten, auch die legen ihren Fokus darauf, als Aufklärer, die Produktion soll nicht mehr blind ablaufen und nicht mehr dadurch, dass die Individuen voneinander getrennt sind im Produktionsprozess und gewissermaßen, die nennen das dann noch anarchistisches Chaos, dass dort ein anarchistisches Chaos herrscht, sondern dass es eine bewusste gesellschaftliche Kontrolle der Produktion gibt, damit das, was geschaffen werden kann durch die industriellen Revolutionen,
wirklich auch allen zugutekommt und rational eingesetzt wird. Dadurch haben sich die Frühsozialisten ein Leben in Saus und Braus erhofft. Also Babeuf zum Beispiel, einer dieser Frühsozialisten, sagt oder hofft, dass die Produktion, Zitat, nicht mehr blind abläuft, und Victor Considerant, den habt ihr jetzt auf euren Arbeitsblättern, das rede ich schon wie in der Uni hier, durch die Räumlichkeiten, die habt ihr auf euren Blättern, da steht drauf, als erstes Zitat, dieser Frühsozialist, das ist halt wirklich der Aspekt, warum die in der Tradition der Aufklärung standen. Die wollten halt, also gewissermaßen während andere Aufklärer das Reich der Illusion, die Religion etc. entschleiern wollten, wollten diese Frühsozialisten nun auch diesen Bereich der Produktion entschleiern und aufklären. Die sozialistische Schule will nicht diejenigen Bereiche der Gesellschaft antasten, die schon mehr oder weniger gut organisiert sind. Ihr unmittelbares Ziel ist es, das zu organisieren, was noch nicht organisiert ist, nämlich die Arbeit. Denn auf dem Gebiet der Produktion ist alles der Willkür und den Launen des Einzelnen überlassen, der infolge der anarchistischen Konkurrenz seinesgleichen wütend bekämpft. Für Marx stellt nun diese anarchistische Konkurrenz nicht mehr als solche dar. Zwar erscheint sie als anarchistisch, gleichzeitig vermittelt sich über diese Konkurrenz dem einzelnen Kapitalisten aber ein Systemzwang. Diese Konkurrenz ist gewissermaßen nur die Kehrseite einer durch Gesetze strukturierten Dynamik, dem Kapital. Das kann ich auch vielleicht noch mit ganz kurz versuchen auszuführen. Ich versuche es mal von der Produktionssphäre aus zu erklären, wo halt die Arbeit in Privatarbeiten unterteilt ist. Gerade weil, und wenn Leute jetzt arbeiten, produzieren sie ja für Bedürfnisse von anderen. Das heißt, wenn sie arbeiten, arbeiten sie nicht für sich, sondern stellen Produkte her, die andere verzehren oder sonst wie gebrauchen. Das heißt, sie verrichten gesellschaftliche Arbeit. Trotzdem ist diese gesellschaftliche Arbeit vereinzelt und privat organisiert. Und damit sich diese Arbeit, die eine gesellschaftliche Seite hat, aber die trotzdem nicht gesellschaftlich organisiert wird, als Gesellschaft wieder firmiert, das passiert halt verdinglicht im Wert und schließlich im Kapital. Das heißt, auf der einen Seite ist die Arbeit atomisiert, auf der anderen Seite, gerade weil das nicht bewusst passiert, dieser gesellschaftliche Arbeitsprozess, verdinglicht sie sich blindlings im Kapital. Und trotzdem, auch wenn dort Marx einen anderen Akzent setzt und das nicht mehr anarchistische Produktion nennt, trotzdem ist eines der für ihn der Fokus darauf, wie schalten wir diesen Produktionsprozess, diesen chaotischen Produktionsprozess und dieses Kapital aus, indem er sagt, wir müssen das rational versuchen zu planen. Und es gibt manchmal, gibt es sozusagen die Tendenz innerhalb einer radikalen Linken heutzutage, die Arbeit selber als Ideologie auszuweisen. Und da, glaube ich, macht man sich was vor, und das will ich jetzt erstmal nochmal als Vorwegbemerkung nochmal zitieren, das nächste Zitat auf den Blättern, Kapitalband 3, wie der Wilde mit der Natur ringen muss, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es der Zivilisierte. Und er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen Produktionsweisen. Die Freiheit auf diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht, wie beim Kapital, beherrscht zu werden. Dass sie ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Dieses Reich der Notwendigkeit ist dem der Freiheit gegenübergestellt. Die Frage ist nun,
wie gering auch immer dieses Reich der Notwendigkeit ist, wie man es also organisiert, wie man die gesellschaftlich notwendige Arbeit innerhalb der Gesellschaften oder innerhalb der Weltgesellschaft, die das Ziel ist, auf die Schultern verteilt. Und das ist ein Problem, um das kommt man nicht herum. Insofern ist die soziale Frage, die kann man nicht einfach über Bord werfen. Die Frage ist, wie das Reich der Notwendigkeit zu organisieren ist. Die bürgerliche Antwort, hier im Zitat von Hegel, wieder auf euren Blättern, das zu Leistende, ich erkläre es dann nochmal mit eigenen Worten, das zu Leistende kann aber nur, indem es auf Geld als den existierenden allgemeinen Wert der Dinge und der Leistungen reduziert wird, auf eine gerechte Weise und zugleich auf eine Art bestimmt werden, dass die besonderen Arbeiten und Dienste, die der Einzelne leisten kann, durch seine Willkür vermittelt werden. Hegel sagt hier, man soll das, also es entsteht auch in der Auseinandersetzung mit feudalen Herrschaftsstrukturen, er sagt, das ist eine Befehlswirtschaft, eine Kommandowirtschaft, wo von oben nach unten die Leute in ihre jeweiligen Arbeitsfunktionen reingepresst werden, und eine bessere Möglichkeit ist das Geld, als Vermittler sowohl von Konsumtion als auch von den Leistungen, die man erbringt, weil dann kann man individueller entscheiden, wo man sein Geld herbekommt, was man arbeitet und wo man dann sein Zeug und wie viel man davon kauft. Das heißt, das Geld ist gewissermaßen ein Zwang, der einerseits apersonal ist, aber der trotzdem diesen Arbeitsprozess gewährleistet, weil alle irgendwie versuchen wollen oder weil alle versuchen müssen, daran zu kommen. Es ist ein Zwang, aber es ist gewissermaßen einer, der nicht mal die Einzelnen in ganz bestimmte Funktionen festsetzt, sondern wo die Leute gewissermaßen ein Stück frei flottieren auf dem Arbeitsmarkt. Marx hält nun zweierlei entgegen. Erstens den doppelt freien Lohnarbeiter. Zwar erkennt er an, wie Hegel sagt, dass die Leute dann freier sind. Das ist die eine Seite der Freiheit. Aber die andere Seite der Freiheit ist, dass die Arbeiter frei von Produktionsmitteln sind und insofern abhängig von Kapitalisten, die die Produktionsmittel besitzen. Das ist der erste Einwand von Marx, grob. Der zweite Einwand von Marx ist, naja, mit der Willkür, das ist so eine Sache, weil die Gesamtgesellschaft oder die gesamtgesellschaftliche Vernunft, die wird unterminiert durch diesen allgemeinen Produktionsprozess, der die Menschen beherrscht. Insofern ist es mit der Willkür noch nicht weit her. Nun ist aber die Frage, was setzt Marx als Alternative gegen diese bürgerliche Variante entgegen? Und dann empfehle ich die Schrift Kritik des Gotha-Programms. Das sind nur 3 Seiten, ich glaube so MEW Band 19, Seite 19 bis 21, wo er dort sich ein bisschen, wo er dazu kommt, diese zukünftige Gesellschaft grob zu umreißen. Man findet das auch vereinzelt an anderen Stellen, aber dort kommt das geballt auf einem Haufen. Und dort unterscheidet er in die erste Phase und die höhere Phase. Ich bleibe jetzt erstmal bei der ersten Phase. Dort schreibt er, innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln gegründeten Gesellschaft, also im Verein Freie Menschen, tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus. Ebenso wenig erscheint hier die auf Produkte verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen besessene sachliche Eigenschaften, da jetzt im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft die individuellen Arbeit nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren. Also die Arbeiten sind nicht mehr vereinzelt und stellen sich dann hinterrücks und blind als Gesamtes, nämlich in Form des Kapitals dar, sondern die einzelnen Arbeiten sind von vornherein innerhalb einer gesamtgesellschaftlichen Arbeit als deren Bestandteile gesetzt und organisiert. Nun, wenn er aber hier schreibt, die einzelnen Arbeiten sind unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit gesetzt, muss das nicht auch heißen, dass die Arbeiter
unmittelbar als Bestandteile des Arbeitskollektivs gesetzt sind. Und das ist, glaube ich, ein neuralgischer Punkt in dieser ganzen Utopie einer rationalen Produktion, dass man nämlich, wenn man eine rationale Produktion will, auch von der Rationalität der Teile ausgehen muss und mehr noch, die Leute müssen sich der Rationalität und einer bestimmten Organisation dann fügen. Also man kann keine rationale Organisation herstellen, wenn man die Teile nicht unter Kontrolle hat. Und damit verweise ich auch wieder auf Hegel. Der hat zwar ein hierarchisches System der Produktion angegriffen, aber die Frage wäre, aber er wendet allgemein auch gegen sozusagen diese, oder er wendet allgemein aus, dass Geld sozusagen, wo diese Arbeit allgemein vermittelt wird, dass das besser wäre. Und auch Nietzsche sieht das Problem des Sozialismus relativ deutlich. Er sagt nämlich, er formuliert es groß wieder, indem die Gerechtigkeit den Leuten wie ein Nagel in den Kopf getrieben wird, schreibt er, wird eventuell mit dem Sozialismus ein System errichtet, in dem der Einzelne zum zweckmäßigen Organ des Gemeinwesens werden müsste. Also der Einzelne wird zweckmäßiges Organ des Gemeinwesens, wenn man also diese Gerechtigkeit und diese Rationalität umsetzt. Und genau das mit dem Organ beschreibt nun wirklich so ein Frühsozialist, wieder auf euren Arbeitsblättern, Théodore Dessamy. Ich halte es für unumstößlich erwiesen, dass niemand in der Gütergemeinschaft sein persönliches Glück anderswo finden kann als im gemeinsamen Glück. In einem früher erwähnten Vergleich verwies ich bereits darauf, dass der Mensch im gesellschaftlichen Organismus genau dasselbe ist wie ein Glied im menschlichen Organismus. Hat uns denn das Studium des menschlichen Körpers nicht mit mathematischer Genauigkeit bewiesen, dass es in keinem Wesen ein Glied, ein Organ gibt, das jemals einem anderen Glied, einem anderen Organ absichtlich zu schaden vermöchte und der Gesundheit und dem gemeinsamen Leben zuwider oder von ihm unabhängig zu wirken imstande wäre, dass sich jemals weigern oder auch nur zögern würde, seine Funktion zu erfüllen und der Harmonie und Gesundheit des Lebewesens zu dienen, kurz, dass ich entschließen könnte, dem Gemeinwohl böswillig zu schaden. Und dieses Problem, was ich eingangs geschildert habe, dass sich also die Menschen irgendwie in einer Gemeinschaft zusammenfinden müssen und dann diese Arbeiten gerecht verteilen, da entsteht immer das Problem zwischen Allgemein und Besonderen oder, das klingt jetzt philosophisch, soziologisch gesprochen, zwischen Gesellschaft und Individuum beziehungsweise zwischen Allgemeinwohl und Privatinteresse. Dieses Problem hat man also in Gesellschaften, wo irgendwie diese notwendige gesellschaftliche Arbeit verteilt werden muss. Der Einzelne möchte einerseits frei leben, völlig zu Recht. Andererseits gibt es auch für den Einzelnen die Voraussetzung, dass die Gesellschaft die Arbeit verteilt, die dann wiederum seine Bedürfnisse befriedigt. Und dieses allgemeine Interesse, das steht sozusagen auch da. Und Dessamy, oder wie der heißt, Dessamy, macht ein bisschen einen Advokatenkniff, indem er einfach diese Harmonie voraussetzt. Er sagt halt, Allgemeines und Besonderes, Allgemeinwohl und Privatinteresse, die stehen nicht gegeneinander, sondern der Einzelne funktioniert als Organ des Gemeinwesens. Und wenn er das nicht tut, ist die Frage, fällt es aufs Allgemeinwohl, auf das Gemeinwesen zurück oder aufs Individuum? Meistens wurde leider diese Frage immer gegen das Individuum entschieden. So auch im weiteren Verlauf des Textes bei diesem Dessamy. Wenn aber ein Organ, und wir sind bei den Einzelnen, ne? Er bleibt also in dieser Metapher, aber er fing mit den Einzelnen an. Wenn aber ein Organ von diesem physiologischen Gesetz abweicht, dann
ist es irgendwie unpässlich, krank oder verletzt. Also das, was später im real existierenden Sozialismus als Kulage bezeichnet wurde und verfolgt wurde. Marx natürlich will jetzt explizit keineswegs die Unfreiheit der Individuen, aber mein Vorwurf an ihn ist, bei aller richtigen Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise, er drückt sich herum um die Frage nach diesem Verhältnis von Allgemein und Besonderem, von Allgemeinwohl und Individuum. Er behauptet nur, das sagt er direkt so in der Frühschrift, der Kommunismus wird die Auflösung des Widerstreits zwischen Individuum und Gattung sein, aber durchdiskutieren tut er das nicht. Noch, ich komme jetzt zum Ende. Ihr habt zwar noch relativ viele Zitate auf eurem Arbeitsblatt, aber ich muss meinen Vortrag abkürzen, sonst wird es zu lang. Aber das nächste Zitat oder das übernächste möchte ich noch gleich vorlesen. Wir waren an dem Punkt, wo er in der Kritik des Grüner Programms sagt, es geht darum, dass die Arbeiten nicht mehr atomisiert, getrennt voneinander existieren im Produktionsprozess, sondern dass sie als gesamtgesellschaftliche Arbeit fungieren und als Teile der gesamtgesellschaftlichen Arbeit fungieren und organisiert werden. Nun ist das Frage, wie regelt sich gewissermaßen dieses Verhältnis? Und da schreibt er, übernächstes Zitat bei euch jetzt, was er, der Produzent, ihr, der Gesellschaft gegeben hat, ist sein individuelles Arbeitsquantum. Zum Beispiel der gesellschaftliche Arbeitstag besteht aus der Summe der individuellen Arbeitsstunden. Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er so und so viel Arbeit geliefert hat. Das heißt, und das sagt er dann auch im weiteren Verlauf der Kritik des Gotha-Programms, ja, Gerechtigkeit bzw. das Recht existieren fort in der ersten Phase des vereinsfreier Menschen bzw. des Kommunismus. Und wo man nun merkt, dass er dieses Problem von allgemeinem Besonderem nicht anpackt, ist nämlich an der Stelle, wo er hier von Gesellschaft redet. Er, also der Produzent, erhält von der Gesellschaft einen Schein. Ist ja die Frage, wer ist das? Wer ist das, der erstens diesen Arbeitsprozess organisiert? Wer ist das, der diese Scheine verteilt? Wer ist das, der, und das kommt noch an einer späteren Stelle, wenn man nämlich diese Scheine verteilt, muss man die Arbeit irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das heißt, man muss die Arbeit eines Bäckers und die Arbeit eines Fischers und die Arbeit eines Ingenieurs etc. pp., die muss man auf einen Nenner bringen, damit alles in einem Arbeitsschein gefasst werden kann. Und er sagt dann direkt in der Kritik des Gotha-Programms, es geht darum, die Intensität und Ausdehnung der Arbeit auf einen abstrakten Begriff zu bringen. Und auch das muss ja irgendwie gemacht werden. Und dort kommen wir das nächste Mal an eine Stelle, wo er hier einen Moment des Zwangs schön umgeht, indem er sagt, die Gesellschaft gibt dem Produzenten einen Schein. Aber dass es irgendwie vielleicht gut funktionieren kann, ist ja möglich, aber er diskutiert es nicht mal durch. Und gegen Proudhon, hat er genau diese Art und Weise der Scheinvergabe kritisiert, und zwar mit einer sehr weisen Voraussicht. Und zwar schreibt er gegen Proudhon, später bei euch, fängt an mit in der Tat. In der Tat wäre sie, die Volksbank, also bei Proudhon ist es die Volksbank, die die Scheine verteilt, entweder die despotische Regierung der Produktion und Verwalterin der Distribution, oder sie wäre in der Tat nichts als ein Board, also ein Amt,
was für die gemeinsam arbeitende Gesellschaft Buch und Rechnung führt. Leider bricht er an dieser Stelle die Diskussion ab, weil es wäre natürlich schön zu wissen, wann sozusagen diese Volksbank bzw. die Institution, die die Scheine verteilt, wann die jetzt im Board ein Amt ist, was den Individuen hilft, oder wann sie eine despotische Regierung ist. Und das diskutiert er nicht eingehend. Und das ist im real existierenden Sozialismus der kommunistischen Bewegung und allen Menschen überhaupt auf die Füße gefallen. Und ich glaube, das sieht man ja auch an dem Zitat, Marx hätte es eigentlich besser wissen können, aber im Streit mit den Anarchisten, der damals in der Ersten Internationale tobte, hat er gewissermaßen denen keine Argumente in die Zähne werfen wollen und hat gewissermaßen diese Frage, wie Individuum und Allgemeines in dieser Gesellschaft vermittelt werden, wie notwendige Arbeit, die ja ein Zwang ist, auf die Schultern verteilt wird, am zwanglosesten, die Frage hat er nicht diskutiert. Eigentlich hat er das Handwerk dazu entwickelt oder das Instrumentarium dazu entwickelt, diese Frage eingehend zu stellen. Und ich möchte nur ein Zitat vorlesen, jetzt das nächste dort, bezogen auf Markt, Geld und Kapital. Dort sagt er nämlich, raubt der Sache, also dieser versachlichten Herrschaft, diese gesellschaftliche Macht, die das Kapital hat, und ihr müsst sie Person über Person geben. Gerne wird ja darüber geredet, wie schlimm der Staat im Kapitalismus ist und dass der Staat eine Funktion des Kapitals ist. Worüber aber nie geredet wird, ist, dass das Kapital, so schlecht es das auch macht, relativ viele Abläufe strukturiert, die, wenn es wegfällt, irgendwie geregelt werden müssen. Insofern ist nicht nur die Frage mit der Abschaffung des Kapitalismus, ob dann weniger Staat entsteht, sondern es ist auch vielmehr die Frage, ob dann nicht mehr Staat entsteht. Und die Frage muss man in aller Ausführlichkeit diskutieren und da darf man sich sozusagen keine Scheuklappen anlegen. Und es gibt ein großes Problem in der Gesellschaftskritik seit dem real existierenden Sozialismus, die kritisch dem real existierenden Sozialismus gegenüberstanden, die haben das immer relativ schnell als Staatskapitalismus abgekanzelt. Damit haben sie ihre Identität als Kommunisten gewahrt, indem sie sozusagen das, was dort schlecht läuft, als Kapitalismus abkanzeln. Aber sie haben sich meines Erachtens damit gerade nicht ernsthaft auseinandergesetzt, indem sie das einfach als Staatskapitalismus bezeichnen. Sondern dort wurde ja... Na gut, das wäre vielleicht noch ein Punkt, den ich dann in der Diskussion ausführen könnte. Über die reale Geschichte und warum das meines Erachtens kein Kapitalismus war, der real existierende Sozialismus. Nun könnte man sich fragen, zum Glück hat Marx ja noch die höhere Phase, aber jetzt das nächste Zitat dazu, das geht dann also die höhere Phase des Kommunismus, dort schreibt er, in einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit verschwunden ist, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont, also der Gerechtigkeit, ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Bedeutet, jeder kann tun und lassen, was er will. Das ist also der Fixpunkt, den ich auch unterstreichen würde, dass das das Postulat bleiben muss für eine kommunistische Gesellschaftskritik. Aber eine Lösung ist es nicht, weil er streicht hier in dem Zitat, nochmal vielleicht ganz kurz zu dem Postulat, das bedeutet, jeder muss nur so viel arbeiten, wie er kann und will. Zum Beispiel, also gerade jetzt, das Problem stellt sich ja in dieser ersten Phase, wenn also diese Arbeitsscheine vergeben werden, was machen dann Leute, die zum Beispiel physisch unterlegen sind? Das heißt, diese Gerechtigkeit kippt in eine Ungerechtigkeit um. Diese gerechte Verteilung der Arbeit und äquivalente Verteilung von
Konsumtionsschein kippt dann in eine Ungerechtigkeit um, weil Leute nun mal ungleich sind und sich nicht an dem gleichen Maßstab messen lassen. Das ist ein Problem des gesamten Rechts, das hier nur am Rande. Und Marx versucht dieses Dilemma, was schon Aristoteles und Platon diskutiert haben, dass halt Recht, weil es ein gleicher Maßstab anlegt, immer ein Unrecht umschlägt, weil die Menschen nicht gleich sind. Das versucht er mit diesem Postulat zu lösen, indem er sagt, jeder nach seinen Fähigkeiten, also jeder darf arbeiten, wie er will und lustig ist, jedem nach seinen Bedürfnissen und trotzdem bekommen alle, was sie wollen und brauchen. Aber wie kommt das Postulat zustande, indem er das Anfangsproblem, was sich eigentlich stellt, durchstreicht? Er sagt nämlich, wenn alle Quellen des Reichtums voller fließen, also wenn wir im Überfluss leben, dann können wir sozusagen jeder nach Lust und Laune leben. Witzigerweise, und das ist das Problem, setzt dieser Überfluss wiederum und diese maschinisierte Gesellschaft oder so, die setzt ja wiederum Arbeit voraus. Also dieses Reich der Notwendigkeit, was man irgendwie auf die Schultern verteilen muss. Und deswegen erlöst das Problem eigentlich nur, indem er das Problem durchstreicht. Er sagt einfach, er löst das Problem auf einer Ebene, wo es das Reich der Notwendigkeit nicht mehr gibt. Wo es Arbeit nicht mehr gibt. Und das ist aber unredlich. Da erinnere ich jetzt auch an das Zitat aus dem Band 3 des Kapitals, was ich vorhin vorgelesen hatte, wo er gesagt hat, wie der Wilde mit der Natur ringen muss, so muss es der Zivilisierte auch in jeder Gesellschaftsform. Dieses Reich der Notwendigkeit wird es immer geben. Und damit wäre ich am Ende. Danke. In der Hoffnung, dass wir uns tatsächlich an 25 Minuten halten, vielleicht, würde ich dann jetzt an Zwi übergeben. Danke. Ich will es versuchen. Bin ich gut zu hören oder ist das... Wie bitte? Mittelmäßig. Kann man das vielleicht irgendwie noch so regulieren? Ich tendiere zur Aufnahme. Zu schreien. Das wird nicht lauter, das ist nur zur Aufnahme. Ja. Gut. Dann schreie ich einfach nochmal. Die Frage, ob das kommunistische Projekt gescheitert ist, und zwar sozusagen am Ende der Geschichte der besten aller möglichen Welten, oder ob es eine Zukunft hat, und zwar eine wirkliche, keine utopische Zukunft, ist aufgeworfen worden mit wissenschaftlichem Anspruch von den Leuten um Marx. Ich nenne es vielleicht ab und zu jetzt einfach die Partei Marx, wie sie sich selbst damals auch als Clique nannten. In der Auflösung der Hegelschen Schule, die tatsächlich unablösbar von der Auflösung des Frühsozialismus und des utopischen Sozialismus gewesen ist und, wie hier sehr plausibel gezeigt worden ist, es mit dem Problem der Vermittlung zwischen den Individuen und der Gesellschaft in der modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, aber auch in der bisherigen Geschichte der Klassengesellschaften zu tun hatte. Die radikalen Junghegelianer haben es durch eine politisch-jakobinistische, deutsch-jakobinistische Lösung versucht, brachial zu lösen im Geiste. Marx, Engels und andere, Moses Hess wäre hier zu nennen, haben es über Feuerbach vermittelt versucht zu lösen, nicht brachial, sondern dialektisch und materialistisch als Analyse, als positive Wissenschaften und synthetisierende Analyse, die ohne philosophisches Kategorienarsenal überhaupt nicht auskommt, als materialistische Methode des positiven Studiums der materiellen Lebensverhältnisse der Menschen. Dazwischen gab es eine sehr kuriose und ebenso wirkmächtige bis heute Richtung der Auflösung der Hegelschen Schule, der Kern der sogenannten deutschen Ideologie, Max Stirner. Wenn ich ganz kurz auf diesen Beginn des dem Anspruch nach wissenschaftlichen Kommunismus ab Marx hinweisen möchte eingangs,
dann, um zu zeigen, dass der ganze Unterschied in dem Festhalten an dem Blick und an dem, der Arbeit des Begriffs bezüglich auf die Totalität des Gesellschaftsganzen oder dem Haften am Fragment und damit auch dem Blick auf das Individuum oder dem Blick auf das gesellschaftliche Individuum und dass die Kernformel der ganzen Philosophie-Aufhebung auf wissenschaftliche Art von Marx, das Gesellschaftsindividuum oder das gesellschaftliche Individuum, der ganze Unterschied darin besteht, während die deutsche Ideologie bis heute zutiefst, auch international, als deutsche Ideologie im Kern, als Max-Stirnerianismus, wie Marx ihn radikal und ausführlichst in die deutsche Ideologie als Kern kritisiert hat, eine unvergleichliche subkutane Wirkung hatte von der Sozialdemokratie, selbstverständlich vom Individualanarchismus, auch vom Kollektivanarchismus, von bis tief in die Rechte, bis zu Goebbels. Hans-Georg Helms hat es in den 60er Jahren bereits fast schon erschöpfend nachgewiesen. Der Marx-Stirner-Marx-Streit ist aber überhaupt noch nicht beendet. Diese deutsche Ideologie ist zutiefst prägend gewesen für die Linke, namentlich die deutsche Linke bis heute. Und die Hypothek des wissenschaftlichen Kommunismus, namentlich in den deutschen Zuständen, ist, dass sie niemals mit der deutschen Ideologie Max Stirners fertig geworden ist und somit auch immer im Bannkreis der Linken geblieben ist. Hätte sie es vermocht, so wie Marx es begann, in der Kritik der deutschen Ideologie die Linke zu schlachten, diese heilige Kuh, diese Leerstelle, diesen deutschen Jakobinismus, und wäre sie direkt auf das zugegangen, wäre sie, nicht die Linke, sondern die Partei des Proletariats im großen historischen Sinne, wie Marx das nannte, dann wäre auch der kommunistischen Bewegung allerlei erspart geblieben an Unklarheiten, an Fixierungen, die sich in der Tat katastrophal ausgewirkt haben, sodass es heute scheint, als sei der Kommunismus des 19. und 20. Jahrhunderts, der sich sogar wissenschaftlich schimpfte, für immer gescheitert. Dieser epochalen Niederlage des Kommunismus erstens als geistige, als theoretische und ideologische, selbstverständlich auch hochgradige, also auch wenn sie ideologiekritisch sieht, bleibt sie Bestandteil der Ideologie selbst. Das lässt sich ja nicht einfach, kann man sich aus Ideologie nicht einfach rausspringen. Ideologiekritik ist selbst Bestandteil von Ideologie und von verkehrtem, verzerrtem Bewusstsein. Das hat Marx niemals übersehen. Es gibt nicht einfach die richtige und die falsche, die proletarische oder die bürgerliche und so weiter Ideologie. Also dieses ideologische Scheitern des kommunistischen Projekts geht natürlich und ist Ausdruck, geht einher und ist Ausdruck mit dem tatsächlichen, weitgehenden Scheitern des kommunistischen Projekts an dem Punkt, den Hannes Giesler eben so treffend als neuralgischen Punkt, aber nicht nur bei Marx, bezeichnet hat, nämlich in welchen modernen Formen, die die kapitalistische Vermittlung von Tauschwert, von Kapital und von Staat nicht hinterschreiten, ist es denn überhaupt möglich, das zu realisieren, und zwar nicht utopisch als Spinnerei und auch nicht in kleinen heilen Gemeinschaften, in Bienenstöcken, wie das eben treffend verglichen wurde, in Freiräumen, wie es zur Zeit heißt, kampagnenmäßig, und ähnlichen idealistischen Konstrukten. Ich darf nur nebenbei auf das verweisen, nicht nur Desamy, sondern auch was Kropotkin zum Beispiel naturalisierend als Harmonie gesetzt hat, mit zum Beispiel, ich darf an einen Buchtitel erinnern, das Prinzip der gegenseitigen Hilfe in der Natur und in der Gesellschaft. Also immer dieses Ausgehen vom Fragment, vom Individuum, wie Max Stirner, ich kann jetzt nicht weiter auf Max Stirner und den Kern der deutschen Ideologie und der Linken eingehen. Es wird nicht das Ganze gesehen, wie es, und jetzt ein Wechsel auf eine andere Entwicklung der marxischen Theorie, wie es die kritische Theorie in verschiedenen Schulen, die sich vor allem aufgrund dessen, dass sich nach Marxens Abgang ein Marxismus gegen den Marx selbst noch gestrampelt hat, ich für meinen Teil bin jedenfalls kein Marxist und wunderliches Zeug, was diese Marxisten da hervorbringen und so weiter, habe ich nichts mit zu tun. Es entstand ein Marxismus und gegen diesen Marxismus hat sich herausgedreht und herausgearbeitet eine theoretische Praxis, die sich an verschiedenen Schulen, vor allem hier in den deutschen Zuständen, ziemlich verstrickt auch in die Staatlichkeit, in die Akademie,
aber nicht darin aufgehend, die sogenannte kritische Theorie der Frankfurter Schule. Aber weil ich hier eingeladen worden bin, darf ich auch besonders darauf hinweisen, die Situationistische Internationale in Frankreich, ein ganz anderer Strang der kritischen Theorie, mit sehr ähnlichen, oder wenn man im Ostbereich nimmt, unter der Ägide des Stalinismus und Poststalinismus, der späte Lukács, ja, diese Leute, und es wären noch viele andere, so ein Rethel und viele andere zu nennen, die haben vor allem im sogenannten westlichen Marxismus, wie es dann von außen noch genannt wurde, ja, und in einer Art westlichen Kommunismus, wie man die neokommunistische Strömung der Situationisten nennen könnte, haben sie versucht, diesen Ismus zu sprengen, diesen Ismus der kommunistischen und revolutionären Ideologie nach Marx abzusprengen. Und diese Methode, die von Marx begründet worden ist, herauszuholen, die direkt ansetzt als Ausdruck der wirklichen Bewegung und nicht als Ideal, das die Wirklichkeit nach ihren Vorstellungen vom gerechten Zustand modeln will. Zugleich muss ich sagen, das müssen wir für die Diskussion auch sparen, dass die Vorstellung und die Vorstellungswelt von Gerechtigkeit im Ansatz zwar bei Hegel und bei allen möglichen, bei den Frühsozialisten, aber gerade nicht bei Marx und schon gar nicht in der Kritik des Gotha-Programms figuriert als eine Kategorie, die irgendwie auch nur über den idealistischen Horizont der bürgerlichen Gesellschaft, der Verteilungsgerechtigkeit namentlich, hinausgehen würde. Ich würde gleich Alimene sagen, es ist verfehlt, sich über die Frage einer gerechten Verteilung, gerechten Gesellschaft, auch einer gerechten Verteilung von Produktionsmitteln und Lebensmitteln und Lebensbedingungen in einer Gesellschaft einen Kopf zu machen. Das ist eine Scheinfrage, eine idealistische Frage. Ebenso wie ich sagen würde, dass die Frage, mit welchen pragmatischen Mitteln die Zuteilung der gesellschaftlichen Arbeitsquanta und sozusagen die Portionierung der gesellschaftlich bewusst zu regelnden Produktionsaufgaben in einer immer noch arbeitsteiligen Gesamtproduktion, also ich rede von einer kommunistischen Produktionsverteilung, in welchen Modi die nun genau zuzuteilen ist auf die Individuen, die an dieser Gesamtarbeit teilnehmen möchten und müssen. Soweit hier ist abgesteckt, was ich schon mal von vornherein Marx nicht an den Hals hängen möchte, an Missverständnissen. Wenn es jetzt darum geht, ganz kurz, wie viel Zeit habe ich jetzt noch gerade, stichwortartig, 10, 15 Minuten, ja? 12. Also, Kompromiss. Stichwortartig den Problemaufriss zu versuchen. Das geht wirklich nur stichwortartig und furchtbar an Abstraktionen sich bewegend, denen, die dieses bisherige Scheitern des kommunistischen Projekts aufwirft für diejenigen, die nach wie vor heute aus einem tiefen und unaufhebbaren Unbehagen an den bestehenden gesellschaftlichen Zuständen, die über Geld, Ware, Produktion von Tauschwert, also Kapitalproduktion und Staatlichkeit vermittelt sind, nicht davon ablassen können, wissenschaftlich Wege zu einer kommunistischen Produktion und Verteilung, wie Marx hier entworfen hat, konkret zu suchen. Denn Marx hat sie abstrakt, das wurde auch schon gesagt, in einer derartigen grundrisshaften Prägnanz bereits im Aufriss, ich will nicht sagen gelöst, aber als Problembewusstsein wissenschaftlich basal geschaffen, dass wir zum Beispiel die gegenwärtige Krise, was ich so einen Eindruck habe von Leuten, die da besser Bescheid wissen als ich, sowohl marxistischer Seite als auch bürgerlicher Seite, so ein ziemlich im bisherigen Verlauf, so eine 1:1 Entsprechung fast schon dieser von Marx in Grundrisse und in Kapitalband 3 vor allem schon dargelegten Gesetzmäßigkeiten von Krise ist. Deswegen will ich jetzt auch nicht näher auf diese Ganzheit, in der sich die kapitalistische Produktionsweise als Weltmarktgesellschaft, das heißt die Totalität ist da, seit der fertige Weltmarkt da ist, und das war zu Marx' Zeiten bereits zu einem bestimmten Stadium abgeschlossen, deswegen konnte Marx das Ganze denken, das ist nicht eine totalitäre Hybris von Denkern wie Hegel, die es in der Tat als eine teleologische, als eine logizistische Setzung mit Stationen der Weltvernunft gedacht haben, was sicher ein Meisterdenke auch beinhaltet und eine totalitäre Hybris sicherlich auch beinhaltend hervorgebracht hat hier und da. Nicht zuletzt in denen, die sich auf Marx und Realsozialismus und sowas berufen haben damit.
Das sei unbestritten. Aber bei Marx ist diese Systemtotalität, diese geschlossene, bei Hegel vollkommen zertrümmert worden. Das hat vor allem der späte Lukács gezeigt. Es gibt keine Geschichtsphilosophie mehr, aber dennoch wird das Ganze vom Weltmarkt her, von der realen der Produktion des materiellen Lebensprozesses als Tendenz zum fertigen Weltmarkt untersucht in seiner Anatomie. Und ebenso wird die Bewusstseinslage der Subjekt-Objekt-Individuen in dieser, also ich sage Subjekt-Objekt-Individuen nur als Formel, um zu zeigen, dass es um ein ständiges Umschlagen, nämlich der Fetischform, in einer Subjekt-Objekt-Identität ist, in der die als weltgesellschaftliche, produktive Gesamtarbeiterin schon herausgesetzte Totalität der Gattung, der Menschheit, sich selbst reflektieren kann im Kooperationsprozess, in dem System der Kombination, das weltweit geworden ist, aber wie gesagt als Tendenz immer weiter in reeller Subsumption sich perfektioniert, sich totalisiert und gleichzeitig in dem fetischistischen Verblendungszusammenhang, wie da die kritische Theorie vor allem der Frankfurter Schule herausgearbeitet hat, ebenfalls diese Totalität bis zum Verlust des Ich, bis zum Verlust der Individualität, bis zur Verlurchung sozusagen im Massenmaßstab ebenfalls zeitigt. Und darin in der sozusagen der Monade auch das Ganze der Weltmarkttotalität immer klarer sichtbar und dechiffrierbar wird. Das ist aber nicht alles, sondern da der Widerspruch in dieser Totalität, der Widerspruch nämlich zwischen der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, kernproduktive Gesamtarbeiterin im Weltmaßstab, ja, die wir schon längst haben, die wir sind, deren Teil wir sind, auch wenn wir industrielle Reservearmee und sonst was sind, sind wir in dieser Totalität drin. Wir sind, wenn wir nicht proletarisiert sind, weitgehend pauperisiert. Und da wird diese Gesamtheit doch zerrissen durch das, was wir produzieren als Subjekt der Produktion und doch als Objekt dieses automatischen Subjekts, nämlich dessen, was wir produzieren, des Kapitals. Und in diesem, das ist die wirkliche Identität des Identischen und des Nicht-Identischen, das ist die wirkliche, die reale Dialektik, die hier zum ersten Mal als Totalität der Gattung und dessen, was sie tut in der Reproduktion des Lebensprozesses, sichtbar wird und untersuchbar wird. Und das ist sozusagen die wissenschaftliche Synthetisierbarkeit all der positiven Untersuchungen und Forschungen, die nun gemacht werden müssen, um festzustellen, warum sind die Anläufe, um diese Totalität umzustürzen, um eine kommunistische Produktion und Verteilung aus der kapitalistischen Grundlage herauszuholen, warum sind die bislang so blutig gescheitert? Wie viel habe ich jetzt noch Zeit? 9 Minuten. Wir müssen also, und das war vor allem das Vermächtnis der situationistischen kritischen Theorie und Praxis gewesen, der Niederlage der kommunistischen Bewegung als praktischer im 20. Jahrhundert insbesondere, vollkommen nüchtern und vorbehaltlos ins Auge sehen. Für die Situationisten war das die Niederlage, die mit dem Spanischen Revolutionskrieg durch die stalinistische, hauptsächlich Konterrevolution im Inneren, aber vor allem durch die faschistische, sich herausbildende faschistischen Achsenmächte, beziehungsweise durch den Franco-Faschismus und durch die Allianz und die Duldung durch die demokratischen kapitalistischen Länder verursacht worden ist, also eine allseitige Konterrevolution gegenüber dem eindrucksvollen Durchbruch einer proletarischen und gleichzeitig von der Landarmut getragenen kommunistischen Revolution in der Richtung nach, das Geld abschaffen und so weiter. Ich kann das unmöglich hier schildern. Damit war für die Situationisten das Projekt des Kommunismus im 20. Jahrhundert eigentlich endgültig gestoppt. Während für die kritische Theorie um Adorno die eigentliche Katastrophe und der eigentliche Bruch auch der Revolutionsgeschichte und des kommunistischen Projekts mit der Katastrophe schlechthin in der Gattungsgeschichte, nämlich mit der Shoah, hebräisch, die Katastrophe Fakt war. Und das danach eigentlich alles bestimmt und umgefärbt hat, was noch über Revolution und über Gattungsfortschritt und so weiter zu sagen war. Auch hier ist die Vermittlung, die Vermittlung zwischen diesen beiden Strängen der kritischen Theorie, der modernen kommunistischen kritischen Theorie, und ich betrachte die kritische Theorie Adornos als einen Teil des neokommunistischen Projekts im 20. Jahrhundert,
Das ist über die Vermittlung der Geschichtstheorie von Walter Benjamin sehr stark zu sehen. Und ich erinnere hier nur an Walter Benjamins sozusagen Diagnose um 1940 herum, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Dass es so weitergeht, dass ein Zusammenschluss aller Formen von Konterrevolutionen, namentlich der sozialdemokratischen, ich erinnere an das Abwürgen der deutschen Revolution 1918-19 durch die Sozialdemokratie persönlich sozusagen, ja, die Leute, die heute Rosa Luxemburg auf ihren Hochglanzflyern haben und so weiter, das sind deren Nachfahren. Und die machen auch genau dasselbe, wie damals vielleicht die USPD, wenn man es mal etwas in milderem Licht bringt, nämlich die Bindung der revolutionären Impulse, der kommunistischen Impulse, der sich sozialistisch verstehenden Impulse an den Staat. Es ist staatstragend und es wird alles der Staatlichkeit als dem großen Vermittlungsorgan untergeordnet, das in den ersten Jahren, und so war das dann auch bei den Bolschewiki, noch sich praktisch darstellen kann als Bild vom revolutionären kommunistischen Projekt. Dann aber ab Kronstadt spätestens auch das Abwürgen der Macht der Arbeiterräte damals und der dritten Revolution, die sich um Kronstadt konstituiert hat, vollbracht haben. Das heißt also ein Wandel im Bild, in der Bildlichkeit, und es wird gleichsam eine Ware produziert, ein Bild mit einer Ware produziert, nämlich der wahre Sozialismus, Kommunismus. Das ist jetzt ein Blick in die Spektakeltheorie der Situationisten. Die revolutionäre Ideologie, der Sozialismus, der Kommunismus wandelt sich zu einem konterrevolutionären Projekt, behält aber noch die Fassade und das Bild der Revolution bei und bindet dadurch die große Massen von Menschen und sehr viel Opfermut. Dieser Opfermut, dieser Heroismus hat, ich würde sagen, sicherlich mindestens so viel wie dieses Schwarzbuch-Positivisten da eruiert haben, an Hekatomben verzehrt und aufgeopfert für dieses Projekt, das sich Sozialismus in einem Lande nannte und aber eben ein nachholendes Akkumulationsregime gewesen ist. Das kann man jetzt sozusagen, ist jetzt sozusagen kalter Kaffee, dass man das feststellt. Nur sollte man dann aufhören, es immer noch als irgendwie real sozialistisch oder gar parteikommunistisch zu deklarieren. Dann würde man gerade diesem Bild von der Konterrevolution als Revolution weiterhin Vorschub leisten. Und man muss genau sehen, das Wort Staatskapitalismus ist sicher ein hochproblematisches Wort von der Kritik der politischen Ökonomie her, weil es tatsächlich Kapital immer nur in Konkurrenz als mehrere geben kann. Wie soll ein Staat ein Kapital sozusagen sein? Wenn du jetzt aber den Weltmarkt siehst, das Weltmarktganze wiederum, dann ist sozusagen die ganze Sowjetunion eine Firma gewesen. Dann ist das eine, wie die Situationisten es nannten, eine ersatzherrschende Klasse für die Aufrechterhaltung und auch die Kapitalismus einholen und überholen, das Aufholen der Warenproduktion, einer eigenständigen Warenproduktion auf Grundlage der Lohnarbeit. Mit der Krücke, wie Marx das verschiedentlich in der Geschichte immer wieder beobachtet hat, mit der Staatskrücke für eine solche nachholende Akkumulation vom Kapital, ja. Und die wird dann fallen gelassen, diese Staatskrücke, wie es auch der Fall war bei diesen Regimes. Jetzt in China deklariert sich das tatsächlich noch auf lächerlichste und zynischste Weise als sozialistische Marktwirtschaft. Ja, und da werden diese Krücken noch krampfhaft beibehalten, diese terroristischen Krücken der Vermittlung über den Staat, um weiszumachen, irgendwie wird am Ende doch noch der Kommunismus herauskommen. Aber das glaubt kein Mensch mehr, außer vielleicht denjenigen, die meinen, ein solches Regulationsmodell könnte auch der Westen übernehmen. Jetzt der allgemeine Ruf, der Schrei, der Brunstschrei, der Notschrei nach dem Staat. Der Staat sollte es jetzt richten, wo die kapitalistische Krise nun hereinrasselt und auch entsprechende Konjunktur. Plötzlich werden Kapitallesekreise, Mode, plötzlich ist das angesagt, als hätte man nicht die ganzen Jahre Zeit und Möglichkeit gehabt, sich zusammenzusetzen in der WG-Küche oder wo auch immer an der Uni oder in den Freiräumen Kapital zu lesen und zwar zusammen. Nein, man muss am Gängelband irgendwelcher Professoren, muss man das jetzt genau tun, ja, damit man in diese Bewegung eingebunden ist, in die Kampagnen und sich dann kommunistisch für den Kommunismus irgendwie so vorkommen kann. Am Ende ist aber genau das, was Schröder und diese Leute auch getan haben, Kapitalschulung jahrelang, und das haben sie dann entsprechend auch benutzt. Also ich spreche von Gerhard Schröder und Joschka Fischer und diesen Leuten. Und das sind halt die Schröders von morgen, die das jetzt organisieren. Das ist einfach uncool, das wollte ich nur bei der Gelegenheit sagen, in dieser Form am Gängelband sich das verabreichen zu lassen. Während die eigentliche Frage, die nach all dieser Bilanz, die es auch Hannes Giesler sehr schön angerissen hat, wie soll denn um alles in der Welt aus der bestehenden Vergesellschaftungsgrad
der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterklasse im Weltmaßstab, auf dem Weltmaßstab, ja, zu einer kommunistischen Produktion und Verteilung weitergegangen werden, ist einzig eine Frage der Zerstörung dieser Bilder, die Bilder von der Staatlichkeit, die einhergehen als Krücke und als auch Modernisierungshülse für Kapitalakkumulation, wenn sie rückständig oder abgehängt ist, oder zur Rettung der kapitalistischen Verhältnisse. Das sind viele Schattierungen von Totalitarismus. Wir müssen bei der Totalitarismusfrage, und ich bin im Sinne von der marxischen Analyse voll dafür, dass, also lass 1000 Totalitarismus-Theorien blühen, ja, man genau guckt, wie totalitär ist eigentlich das Weltsystem der kapitalistischen Produktionsweise geworden. Ja. Wie totalitär sind die Bilder, die mit dieser scheinbar besten aller möglichen und einzig möglichen Welt, ja, der über Geld, Kapital und Staat vermittelten Welt einhergehen, wie totalitär wird dieser Schein auch und hypostasiert sich, wie es Adorno auch dann sehr eindringlich und Horkheimer in Dialektik der Aufklärung bereits für die ganze Welt, nicht nur für die faschistische Welt, auch für die stalinistische und auch für die USA festgestellt haben und noch nicht so differenziert haben. Aber fürderhin ist natürlich die Differenzierung gemessen an der Shoah und gemessen an der Besonderheit dieser Totalitarismen, die nur eines kennen, nämlich die Durchdringung der reellen Subsumption unter die Wert- und Warenform und die Produktion um der Produktion von Tauschwerten willen, ja, wie ist die in die jeweiligen Regionen ausgestaltet? Und da setzt positive wissenschaftliche Forschung natürlich ein, auf der Basis von Begrifflichkeit, ja, die Differentia Specifica zwischen der Katastrophenkette der sich realsozialistisch schimpfenden, Hekatomben verzehrenden Systeme nachholender Akkumulation und dem Projekt Deutschland, das Reichsprojekt Deutschland, ja, das waren bisher zwei Griffe nach der Weltmacht, ja, und der zweite Griff nach der Weltmacht war so vernichtend, dass er mindestens über die Shoah selbst hinaus, die ganze Welt in ein Blutbad hineingetrieben hat, dass man also ganz klar quantitativ wie qualitativ vor allem eine Differentia Specifica und eine Singularität des Totalitarismus des Deutschen Reiches festhalten muss. Also im Moment ist es ja üblich, zum Beispiel in dem Olympiajahr den Mao Zedong als den Gesamthitler des 20. Jahrhunderts so darzustellen. Es wird gepokert, 60 Millionen Tote, nein, 70 Millionen Tote, alle Sinologieprofessoren überbieten sich gerade. Ja. Das heißt, also, es geht alles praktisch in diesem Menschenfresser der aller Klassengesellschaften Mao auf. Ja. Da wird natürlich vollkommen weggedrückt, dass ein emanzipatorisch tendierendes Projekt immer noch war, genau wie die stalinische Sowjetunion. Nie vergessen, Stalin brach Hitler das Genick. Es war aber nicht Stalin, es war nicht die stalinistische Konterrevolution, sondern es waren die Menschen in diesen Systemen, die in einer Überdeterminierung von Klassen kämpfen, diese kommunistische wirkliche Bewegung repräsentiert haben. In der Sowjetunion, in China. Und die in Kronstadt, die in der Kommune von Shanghai 1967 war es wohl und von Kanton und so weiter, von der parteikommunistischen, terroristischen Diktatur niedergemacht worden sind. Also wir müssen lernen, wissenschaftlich forschend und begrifflich arbeitend die wirklichen Probleme aufzutun. Schlusswort, dass die wirklichen Probleme nicht die Frage, brauchen wir heute noch Arbeitszettel sind. Wir haben das Internet und was weiß ich, was wir inzwischen haben, mit dem vorab geplant werden kann, was brauchen wir als Gattung, was brauchen wir im Weltmaßstab, und zwar nicht in der Form von diesen konkurrierenden Firmen, sondern was wird wirklich gebraucht, ja. Was wollen die Leute überhaupt? Also die Bedürfnislage, die Frage der radikalen Bedürfnisse kann zum ersten Mal aufgeworfen, sie kann zum ersten Mal beantwortet werden. Wie das im Einzelnen geschieht, da kann ich nur wirklich sagen, das ist die Frage nicht eines ominösen Dritten der Vermittlung, schon gar nicht des Staats. Der Staat muss zerschlagen werden. Die revolutionäre, antistaatliche Diktatur des Proletariats ist eine große Entdeckung über Marx, Entdeckung der revolutionären Diktatur des Proletariats als notwendiger politischer Übergang und machtmäßiger Übergang mit staatsanalogen Zügen, die er freilich als Übergangsform noch haben muss. Ja. Über diese Entdeckung hinaus ist es nach all den Erfahrungen klar, dass die Antistaatlichkeit, die schon Engels betont hat, diese Stelle wird immer wieder unterschlagen, auch von den Professoren, diese Stelle, wo er sagt, die Kommune, das Modell der revolutionären Diktatur des Proletariats, war schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr. Das wird aus all den Kompendien und aus allen Zitatsammlungen systematisch rausgelassen, so etwas, und ähnliche Stellen auch bei Marx.
Es wird so getan, als seien die für die Staatlichkeit, als das Subjekt des Übergangs zum Kommunismus gewesen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich weise auf Maximilian Rebels hervorragende Zusammenstellung Marx contre les Marxistes, diesen Aufsatz schon vor 10 Jahren wurde auf Deutsch erschienen, ich glaube in die Aktion so einer Zeitschrift, so einer linkskommunistischen Zeitschrift. Marx, der sozusagen der materialistische Anarchist oder so etwas. In diese Richtung geht die Untersuchung der Staatlichkeit. Wie ist die Staatlichkeit dadurch aufzuheben, dass jetzt nicht die Gesellschaft, das hast du, glaube ich, auch sehr gut verschiedentlich betont, nicht sich als ein fetischistisches Drittes gegenüber den Individuen wiederum fixiert. Davor hat Marx gewarnt, schon in den Frühschriften. Sondern wie kann die Kommunikation, wie kann die Verständigung stattfinden? Dafür gibt es hier kein Rezept. Es wäre unredlich. Und Marx hat diese Unredlichkeit nicht begangen, sondern der wissenschaftliche Kommunismus, wie Marx ihn versucht hat und sozusagen aufgemacht hat, kann lediglich auf die Selbsttätigkeit der Klasse des Bewusstseins setzen. Die Klasse des Bewusstseins können nur diejenigen sein, die den bewussten oder bewusst sich als bewusst werdenden Kern organisieren, der Gesamtarbeiterklasse, kosmopolitisch, kosmokommunistisch. Und das ist die eigentliche Praxis, die möglich ist, auch in Zeiten der Windstille, der Ratlosigkeit, des vermeintlichen oder wirklichen Scheiterns und in Zeiten, wo man die Katastrophe begreifen muss, wo man den Bruch der Gattungsgeschichte und der Revolutionsgeschichte in aller Schonungslosigkeit sich eingestehen muss und wo man versuchen muss, die Formen des bewaffneten Dialogs, die Formen von theoretischer Selbstorganisierung der Leute, von Selbsttätigkeit, die sich schützen kann, die sich verteidigen kann und die sich umsetzen kann in Aesthesis, in sinnliche Erkenntnis, in ästhetische Praxis. Das war das Modell und das waren die Versuche der Situationisten, die immerhin zur ersten und letzten proletarischen Erhebung im Mai 1968 in Frankreich auch mit beigetragen, vorsichtig gesagt, haben und die das theoretisch ausgewertet haben. Einzelne Fragen behalten wir uns für die Diskussion vor. Vielen Dank für eure Geduld. Hannes, du bist dran mit Antworten. Es sind verschiedene Dinge aufgeworfen. Zwiesprache über den Begriff der Gerechtigkeit als Scheinbegriff nochmal vor dem Hintergrund des Gotha-Programms. Es kam der Begriff des Staates als Krücke, der in Frage gestellt wurde oder in Frage gestellt werden muss. Das Thema Totalitarismen des Kapitalismus, Totalitarismus des Kapitals als strittige These, sowas wie emanzipative Momente im Stalinismus, Maoismus, kann man drüber diskutieren, sollte man drüber diskutieren. Und letztlich, wenn ich das von dir vorhin richtig verstanden habe, deine Charakterisierung des Stalinismus, des Maoismus als sowas wie eine falsche Exegese von oder eine falsche Exegese des Widerspruchs von Allgemeinen und Besonderen, die betrieben worden ist, also eine falsche Aufhebung des Widerspruchs in der Exegese. Eine falsche, der real existierende Sozialismus hat den blinden Fleck, den es im Marxischen Werk gibt, auf eine grauenhafte Weise praktisch offenbart. Also diesen, natürlich kommt bei Stalin nochmal und bei Mao und bei solchen Leuten wie Pol Pot kommt nochmal eine Portion individueller Wahnsinn hinzu von den Leuten. Aber selbst die positiven Phasen des real existierenden Sozialismus waren ja noch schrecklich genug. Also ich stelle mal kurz die Gemeinsamkeiten fest. Und das ist auf jeden Fall, dass sowohl du als auch ich eine Kritik des Staates stark machen. Und das ist ja erstmal ein großer Unterschied zu anderen Linken, die ja, das sieht man jetzt wieder in Zeiten der Finanzkrise, sozusagen versuchen, den Markt durch Staat zu substituieren. Ich würde allerdings, ich versuche das noch gleich ein bisschen genauer auszuführen, würde allerdings sagen, die Kritik des Staates ist nicht nur eine Frage der ist nicht nur eine Frage der Proklamation des Verbalradikalismus, sondern letztendlich ist es eine praktische Frage. Und das bedeutet, ich muss
das Verhältnis von Individuum und Allgemeinem innerhalb einer Gesellschaft auch praktisch so gestalten, dass es keinen Zwang gibt, der dieses Verhältnis gestaltet. Also der Staat hat einerseits ideologische Ursachen, wie du zum Beispiel ausgeführt hast an einer deutschen Sozialdemokratie oder einer deutschen linken Tradition, dass dort der Staat ideologisch betont wird. Aber der Staat hat halt auch, wie Marcuse nennt das, der Staat ist Ausdruck der Diskrepanz zwischen Individuum und Allgemeinheit. Und das ist erstmal eine Frage, die kann man nicht ideologisch aus der Welt deklarieren, die kann man nicht per Diskursanalyse irgendwie wegwischen, sondern das ist eine praktische Frage. Eine zweite Gemeinsamkeit, die aber auch schon wieder einen Unterschied birgt, ist, dass wir beide eine Kritik des Bestehenden erstmal, so wie sie auch in der Kritik der politischen Ökonomie eingesetzt hat, dass wir die unterstützen und stark machen. Bei dir auch wieder fast formal in Form deiner Agitation habe ich aber das Gefühl, du machst daraus eine Stärke deiner Position. Ich sage, die Kritik der politischen Ökonomie ist weiterhin richtig, aber im Gegensatz zu Marx haben wir nichts mehr in der Hinterhand. Das ist übrigens eine Formulierung von Adorno. Wir haben nichts mehr in der Hand. Und das ist, glaube ich, klar. Marx hat jetzt auch nicht auf dem Reißbrett die zukünftige Gesellschaft gezeichnet, aber es gab bei ihm doch eine Tendenz, eine Hoffnung, und die wies in die Richtung rationale Produktion. Und die hat sich im real existierenden Sozialismus als Dilemma erwiesen. Und deswegen glaube ich, dass wir in einer Situation sind, in der man die Kritik am Leben erhalten muss, aber nicht mehr, aber sozusagen ein Stück weit, eigentlich darf man, ich will dir das nicht Arroganz unterstellen, aber das ist eine Formulierung, die mir gerade einfällt, man darf nicht mehr arrogant sein in der Kritik. Das ist ein Problem, und ich glaube, gerade in der Tradition der Situationisten, soweit ich die kenne, ich habe nur so ein Sammelband gelesen, der mal erschienen ist, gerade in der, das, ich würde sagen fast, dass die Situationisten diese ganze Not, in der die kommunistische Gesellschaftskritik steckt, in eine Tugend verkehren und verschleiern, indem sie halt sehr verbal radikal immer auftreten. Das halte ich für ein Problem, weil das, glaube ich, in einem Neuanfang nicht gerade dienlich ist. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass man versucht, das Problem der Gerechtigkeit als Scheinproblem darzustellen. Ich glaube, also damit kann ich gar nichts anfangen. Also ich würde sagen, es gab mal so eine gewisse Phase in der deutschen Ideologie und so, wo Marx sich selber von seinem Radikaldemokratismus abstoßen musste und solche Themen als Ideologie behandelt hat. Aber in der Kritik des Gotha-Programms und in der Kritik der politischen Ökonomie versucht er genau dieses Thema der Gerechtigkeit wieder anzugehen. Und gerade die Kritik der politischen... Es gibt natürlich die Gerechtigkeit als Schein, soweit sie nur formal und politisch existiert in der bürgerlichen Gesellschaft, aber sozial nicht. Aber ich würde sogar sagen, es ist eines der Hauptakzente der Kritik der politischen Ökonomie, diese Gerechtigkeit wesentlich durchzusetzen. Und man kommt an diesem Problem auch nicht vorbei. Man könnte es vielleicht anders nennen, aber letztendlich geht es darum, oder geht sozusagen aus einer individuellen Perspektive, ging es für mich in einer befreiten Gesellschaft darum, ich will nicht so viel arbeiten, deswegen sollten das möglichst auch die anderen machen. Und das ist ein Problem, an dem, da kann man noch so lange rum deklarieren, da kommt man nicht dran vorbei. Also insofern würde ich dich da noch bitten, ein paar Worte zu sagen. Ich glaube, dass Marx in der Kritik des Gotha-Programms
sich darum, also das Gute an Marx finde ich eigentlich, dass er es bestimmt negiert. Also er zeigt, okay, wir haben hier in der ersten Phase, dort gibt es das Prinzip der Gerechtigkeit noch, des Tauschs. Entsprechend der Arbeitsleistung erhalten die Leute Konsumptionsscheine. Und er sagt, einerseits kommen wir darüber nicht hinweg, aber er zeigt, und das muss man wirklich Marx zugute halten, er zeigt das ganze Problem dieses Themas auf, nämlich, dass diese Gerechtigkeit gleichzeitig Ungerechtigkeit in sich birgt, weil die Individuen nicht gleich sind. Und sie, Gerechtigkeit, aber immer darin besteht, Individuen in einem gleichen Maßstab zu messen. Aber er schreibt trotzdem, das gleiche Recht ist hier, also im Verein freier Menschen der ersten Phase, immer noch das bürgerliche Recht. Und er führt es weiter aus, das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportionell. Also es ist proportionell, es gibt bei Aristoteles, auf den er hier in den Zeilen verweist, gibt es den Begriff der proportionellen Gerechtigkeit. Die Gleichheit besteht darin, dass in gleichem Maßstab der Arbeit gemessen wird. Und später erst sagt er, können wir diesen bürgerlichen Rechtshorizont überschreiten. Aber das habe ich vorhin schon ausgeführt, das schafft er nur, diesen bürgerlichen Rechtshorizont zu überschreiten, indem er das Ausgangsproblem, nämlich wie Arbeit verteilt wird, durchträgt und sagt, es gibt einfach keine mehr, die, weil alle Quellen des Reichtums reicher fließen. Also insofern denke ich, dass man das Problem nicht einfach als Scheinproblem abtun kann, sondern das. Und selbst wenn du das machst, das fällt dir dann sozusagen in der Realität wieder auf die Füße, und zwar umso schrecklicher. Das ist eine Frage, also psychoanalytisch wäre das dann sozusagen, wird stellst den Begriff der Verdrängung einstreuen, also man verdrängt dann so ein Problem und letztendlich praktisch taucht es wieder auf. Und ja, ursprüngliche Akkumulation, du hast gesagt, dass der real existierende Sozialismus letztendlich die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals in einer anderen Form nachvollzogen hat, das glaube ich auch, allerdings nur bis zum Ende der neuen ökonomischen Politik in der Sowjetunion, um es mal auf die Sowjetunion zu beziehen, weil dann waren die Ergebnisse, die die ursprüngliche Akkumulation hergestellt hat, auch auf dem Gebiet der Sowjetunion hergestellt. Die ursprüngliche Akkumulation im Kapital hat zwei Sachen gemacht. Erstens, sie hat die Produktionsmittel enteignet und sie hat den Grund und Boden kapitalisiert. Und das war 1900, also nach der neuen ökonomischen Politik, die ja eigentlich ein großes Unternehmen war, um die Leute in Genossenschaften zu treiben und die Genossenschaften nachträglich zu verstaatlichen. Also in den Plänen zur neuen ökonomischen, also neue ökonomische Politik, haben vielleicht Leute schon mal gehört, wird immer so ein bisschen als Öffnung und Marktwirtschaften so bezeichnet. Tatsächlich, wenn man sich die Pläne dazu bei Bakunin oder so durchliest, ging es halt darum, die Leute über den Markt, also die freien Produzenten über den Markt zu besiegen und später einzugebinden. Jedenfalls am Ende dieser neuen ökonomischen Politik waren 98% aller Bauern enteignet, und damit hörte Anfang der 30er Jahre diese ursprüngliche Akkumulation auf, und trotzdem wurde es ja nicht besser. Und da kommt das Moment hinzu, was ich glaube ich stark gemacht, warum wurde es da nicht besser? Weil die Leute als Teile einer rationalen Wirtschaft funktionieren mussten. Und eine rationale Wirtschaft sozusagen die Teile subordiniert hat und determiniert hat. Und dieses Problem muss man einfach sozusagen als, wenn man heute irgendwie das kommunistische Projekt weitertreiben will, muss man das einfach geradeaus angehen und kann das nicht verdrängen. Ich plädiere im Übrigen jetzt, nicht, dass das vorhin so klang, ich plädiere nicht dafür, sozusagen das kommunistische Projekt ad acta zu legen, sondern ich plädiere dafür, die Probleme offen und ehrlich anzugehen und ihn nicht auszuweichen durch Verbalradikalismus. Das meine ich jetzt nicht gegenüber Zwi, sondern habe ich jetzt eher sozusagen andere Strömungen im Kopf. Ja. Also ich plädiere dafür, das Projekt eher offensiv und geradeaus anzugehen und sich aber auch keine Scheuklappen anzulegen. Okay, Zwi. Ja, nur kurz zu dem Punkt, damit wir in die Diskussion kommen, auf den man sich sicherlich aus besten Gründen, die du eben genannt hast, ernsthaften Gründen und um nicht zu verdrängen, um die Traumatisierungen nicht zu übergehen, die du auch angedeutet hast in der Geschichte des Parteikommunismus oder dieser Akkumulationsregimes,
die ich schon als Hilfsbegriff als staatskapitalistisch bezeichnen würde. Lenin hat selber den Staatskapitalismus unmittelbar nach der Abwürgung der Kronstädter Räte proklamiert, das, was wir machen, ist Staatskapitalismus jetzt. Ich glaube, von Sozialismus wurde offiziell erst auf dem sogenannten Parteitag der Sieger 1934 dann gesprochen, frühestens. Das nannte sich selbst so. Und Lenin war kein Dummkopf. Lenin war jemand, der genau analysiert hat, dialektisch, hochdialektisch unterscheiden konnte zwischen dem bürgerlich-zaristischen Gemisch dieses Staatsapparates, den sie übernommen hatten, den die Bolschewiki übernommen hatten und den die Sowjets sozusagen formell übernommen hatten, an dessen Spitze sie saßen, und dem, was sich daraus naturwüchsig entwickeln musste, wenn die Revolution im Weltmaßstab nicht weiterging. Und deswegen hat Lenin aus besten Gründen vom Staatskapitalismus gesprochen, den sie jetzt machen. Gerade auch die neue ökonomische Politik war ja im Grunde der Versuch, diesen Staatskapitalismus nach Lenins Tod, hauptsächlich von Bukharin her auch entworfen, durchzusetzen. Und ist dann auch genau in dem Akkumulationsterror gescheitert, so um 1930 herum, der von Schwarzbuchautoren auch als Genozid dargestellt wird in der Ukraine. Und das sind alles Wege gewesen, die man in keiner Weise beschönigen soll, als irgendwie motiviert durch die Entwicklung der Individualität und der Bedürfnisse der Menschen. Das stand ganz am Ende und das war sozusagen, da musste man durch und das war wirklich utopisch und wurde immer utopischer, ebenso wie das Absterben des Staates. Also hier muss man sozusagen auch streng mit denjenigen sein, die, es gehört zu dieser Nichtverdrängung, zu dieser Aufhebung der Verdrängung und zu dieser Trauerarbeit auch der kommunistischen Bewegung, die es natürlich noch gibt in vielen Ansätzen, diese Last, diesen Alp der toten Geschlechter, der eigenen Anläufe nicht zu verdrängen. Das ist, also da sind wir völlig d'accord. Aber diese Fixierung auf die Frage der Gerechtigkeit scheint mir keine Lösung zu sein des wirklichen Problems, weil die materiellen Produktionsverhältnisse die einzige Basis dafür sind, so wie sie inzwischen herausgeformt worden sind durch diesen ganzen totalitären Terror des Weltmarktsystems, das, was Marx auch den kapitalistischen Kommunismus nannte, wiederholt, wies er darauf, wie die kommunistischen Verkehrsformen hier schon in kapitalistischer Form vorgebildet sind und es sozusagen unter die Füße geschoben werden, damit sie Dynamei, ein Lieblingswort von Marx, also der Möglichkeit, der wirklich angelegt seienden Möglichkeit schon nach, auch in eine kommunistische gesamtgesellschaftliche Produktion und Verteilung gewendet werden können. Da gibt es dann, wie Marx im Roter Programm, da müsste man sich jetzt wie so Schriftgelehrte oldschool-mäßig streiten, da greift ja die Gerechtigkeitsvorstellung an. Ich denke nicht, und damit will ich das erstmal so stehen lassen, das muss man dann vielleicht schriftlich weiter entfalten, einen solchen Streit, und bitte nicht nur wir zwei, was mit dem Gerechtigkeitswert, also als eine Axiologie Gerechtigkeit, also einer philosophischen Wertelehre, Wertehierarchie, was das in der marxischen Kritik der politischen Ökonomie zu suchen hat. Überhaupt nichts. Marx denunziert es, gerade in der Kritik des Gotha-Programms, energisch, etwa mit solchen Formeln wie, dass jedes Recht und damit auch die Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit immer nur der Widerschein, der Ausdruck der Grundlage der Produktionsverhältnisse, der Eigentumsverhältnisse in letzter Instanz sind. Und wir müssen auf diese Eigentumsverhältnisfrage viel energischer losgehen und dürfen da auch keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, denn gerade auch in der Linken wird die Eigentumsfrage eigentlich überhaupt nicht mehr gestellt. Sie wird eben immer nur höchstens als Verstaatlichung gestellt. Oder in dieser, ich kann es mich gar nicht beruhigen, dieser blödsinnigen Freiraumbewegung da, unser sozusagen mein Eigentum, wie so ein Ex Libri, das da ins Buch geklebt worden ist von so einer höheren Töchter früher, ja, das ist also mein Eigen, das wird dann so draufgeklebt. Es handelt sich aber überhaupt nicht um ein wirkliches Eigentumsverhältnis, höchstens ganz popelig, hausmeisterhaft, diese linken Hausmeister, die jetzt langsam alt werden. Und das ist ein Elend, eine Miserabilität, die immer in diesen Marx-Stirnerianismus hineinfällt, unweigerlich, oder in Kropotkinismus oder in den Bakuninismus und so weiter. Und eine Staatsmacht als Schutzmacht braucht. Nur so viel zu dieser Gefahr, wenn man sich
wenn man nicht mit dem Begriff des Eigentums, in der Kategorie des Eigentums im marxischen Sinne weitermacht. Und da sind die Kommunisten die einzigen Leute, die in den Bewegungen, natürlich ist es gut, einen Freiraum zu haben oder so, nicht hier in der Uni sitzen zu müssen und so, um sowas zu diskutieren, bloß, ja, Uni ist allerdings der ideologische Großbetrieb, wo das allererst auch mit hingehört, klar, aber um diese Forschungen, Sowjetforschung und so weiter zu entwenden, dann gehören sie aber auch in Orte, die man selbst, über die man selber verfügt, und dann ist es die situationistische Formel der Stützpunkte gewesen. Wenn, wie man etwas macht, ob man nicht einen sogenannten Freiraum nutzt für theoretische Praxis, für Diskussion, für Kommunikation, für den bewaffneten Dialog der Tendenz nach, der sich schützt und der sich durchsetzt und den Dialog auch erzwingt. Das ist das Gegenteil von dieser falschen Bescheidenheit und dieser Scham für die staatskapitalistische Geschichte. Dafür brauchen wir uns überhaupt nicht zu schämen, sondern wir müssen diejenigen sein, die wirklichen Fragen wieder in den Mittelpunkt stellen. Und das ist nicht die Frage, die Nietzsche aufwirft von der Gerechtigkeit, sondern es ist die Frage des privaten Klasseneigentums, dazu gehört das Staatseigentum, an den Produktionsbedingungen und den Lebensmitteln. Und die muss aufgeworfen werden. Ebenso muss die Frage der Macht aufgeworfen werden, der Bemächtigung. Und das wird ja schon in vielfacher Form gestellt, also gerade das Empowerment und so weiter von Foucaultisten und Batteristen und so weiter, also den Diskursfuzis, zu einer bloßen Frage von Sprache gemacht. Und das hat Marx schon am Geld auseinandergenommen, dass Geld nicht Sprache ist und dass Sprache nicht Geld ist. Was Sprache auch alles ist und was Diskursmacht auch bedeutet und diese Wissensmachtdispositive, das hat Foucault positivistisch sehr schön erforscht, materialistisch. Aber er hat es nicht auf den Begriff bringen können, weil er Nietzscheaner ist und weil er Marx nicht kannte. Und da kam dummes Zeug heraus, sodass die Leute eben glauben, sie können als spezifische Intellektuelle an der Akademie eben können sie ihren Job haben oder ein Karrierchen machen oder sonst wie. Ja, und können gleichzeitig auch wunders wie fortschrittlich sein. Das geht aber nicht, wenn man die Arbeit des Begriffs nicht leistet und die tatsächlichen Verhältnisse nicht in ihrer Materialität, in ihrer tatsächlichen Struktur als materieller Lebensprozess untersucht, sondern das alles versprachlich und sagt, die Diskursmacht, die linke Diskursmacht, was eine völlige Mystifikation ist, was soll die linke Diskursmacht, eine linke Hegemonie sein, muss halt überall durchgesetzt werden. Dann wird man, das ist eine moralisierende Kritik und eine kritisierende Moral. Die moralisierende Kritik ist gar keine Kritik. Aber in die Kritik gehört natürlich auch ein moralischer Standpunkt, gerade vom historischen, von der historischen ja, Ebene her muss natürlich die Moral eingeklagt werden, nämlich als Kampfmoral und als Moral der Gattung, des Prozesses der Gattung an sich, die sich zur Gattung für sich nun mal entwickeln und organisieren muss. Das nimmt ihr keiner ab. Und das wirkt jetzt alles etwas unbescheiden und etwas vielleicht gereizt, aber das muss eben auch mal sein, jemand muss diesen Part übernehmen, bei so viel Leisetreterei und falscher Bescheidenheit. Die Kommunisten haben sehr viele Hinweise zu geben auf wirkliche Bewegungen. Hier möchte ich auf einen Punkt kommen, der mir eigentlich vor allem hier am Herzen liegt, diese Zwiespältigkeit, dieses Nicht-Identische, die Besonderheit und die Ambivalenz, nenne ich es einfach mal, im Proletariat, im Voltproletariat und auch bei den sogenannten sozialrevolutionären Bewegungen, bei der Landarmut und bei eben dem ganzen Mob, nicht? Das Marx nannte es das progressive Pack. Selbstverständlich ist Marx nicht verborgen geblieben, dass es auch ein regressives Pack gibt. Da gibt es auch viele Äußerungen von Marx. Und dieses Problem, ob wir immer mehr vermobben, also ich erinnere nur an diese Grundaussage von Marx, das ist alles gar nichts Neues in Basismanalität, die man hier einfach nochmal sagen muss, dass auf dem anderen Pol der Kapitalakkumulation überall, eben auf dem Gegenpol, die moralische Degradation, die Verblödung, die Unwissenheit ebenfalls akkumuliert wird und. Also die Vermobbung, die Barbarisierung. Das haben wir ja bis zur Shoah erfahren. Und die fixiert sich psychoanalytisch deutbar in Bilder oder massenpsychologisch, sozial, wie würde man sagen, nicht psychoanalytisch, man kann ja, soll ja nicht psychologisieren, sondern analytische Sozialpsychologie nannte es sich lange Zeit. Die linke kommunistische Psychoanalyse, ich erinnere an den Fenichel-Kreis, die haben da sehr viele Ansätze gemacht, schon in den 30er, 40er Jahren. Das ging auch weiter, das ging über Marcuse weiter. Hier hat man sehr viel zu tun an theoretischer Praxis, um das Hauptproblem einer solchen Vermobbung, das ist zuerst von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung im Antisemitismus, Element des Antisemitismus-Kapitel, aufgewiesen worden, ja, dass das Hauptproblem einer solchen Vermobbung und moralischen Degradation
Revolution, das er zur Shoah geführt hat, sie möglich gemacht hat, das Proletariat hat versagt, es hat in Deutschland sogar mitgemacht, hat es exekutiert, waren die willigen Vollstrecker und andere haben weggeguckt und nur Teile, große Teile, aber nicht hinreichende Teile, haben gekämpft. Und dieses Versagen ist die Ambivalenz im Proletariat, die unser Hauptproblem heute ist. Die Parteinahme für die Kräfte der Zivilisation, auch der bürgerlichen Zivilisation, um zu einer kommunistischen Zivilisation zu kommen, um das gegen die Barbarei zu halten, die sich formiert auf dem Gegenpol im Weltmaßstab. Das ist eine Frage, die muss man konkret diskutieren, und da geht es immer um die bewaffneten kommunistischen Kontingente. Man muss, es genügt nicht, Waffen für Israel sozusagen agitatorisch Kampagne zu machen, sondern muss, die Waffen für Israel sind der Kampf gegen den Antisemitismus hier, in den deutschen Zuständen. Das sind die Waffen für Israel, das bedeutet Parteinahme, damit man die Zustände so weit aufsprengen kann, die Bilder so weit zerstören kann und so weit intervenieren kann in diskursive Agglomerationen und Fixationen, dass man eben die Fetischform in die Richtung, in der sich immer wieder konzentriert auch in antisemitischen Weltbildern, in einer antisemitischen geschlossenen Weltanschauung, der letzten Alltagsreligion quasi der kapitalistischen Welt. Das ist eine solche Gesamtfetischform inzwischen, dass Adorno und Horkheimer direkt sagen konnten, diese Gesellschaft, die wir analysieren, diese spätkapitalistische Gesellschaft, ist auch eine antisemitische Gesellschaft. Ja, sie gingen sogar tiefer und haben um Anfang der 40er Jahre eben in diesem Buch und auch späterhin genauer festgestellt, dass die, mir gerade der Faden abgerissen, also dass jede Klassengesellschaft schon diese Keime für die antisemitische, später dann als antisemitisch zu fassende parthische Projektion hat. Und dass jede Vernunftanstrengung schon diese Gefahr des Abrutschens, der Projektion, der notwendigen Projektion in die parthische, in die krankhafte und damit dann auch möglicherweise manifest antisemitische Projektion beinhaltet. Und das ist das Problem, vor dem wir mehr denn je stehen. Wenn die Lohnabhängigen und wenn die ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen müssen, und von denen unterscheiden wir uns als Linke überhaupt in keiner Weise, wenn wir also als Teil des Proletariats im Weltmaßstab, die für die Klasse des Bewusstseins organisatorisch, theoriepraktisch und aktionsmäßig was machen wollen, dann müssen wir, haben es mit diesen Bildern zu tun, die wir haben es mit der Zerstörung, mit der Zerstörung der Bilder zuvörderst zu tun, die antikapitalistischen Stimmungen, die diffus antikapitalistischen Stimmungen, so wie es bisher vor allem vom Nationalsozialismus geschehen ist und weiterhin geschieht, auf dieses Projektionsbild der Jude, die Juden, die Geldmenschen, das Finanzkapital, Finanzoligarchie, wir kennen diese Stereotypen alle auswendig, aber sie sind da und wir haben sie noch längst nicht erledigt. Also diesen Gesamtfetisch, diese Gesamtarbeitsreligion, das ist ein großes Projekt, nicht nur der theoretischen Erörterung, des Auftankens solcher Untersuchungen seit den beiden Sprengen der kritischen Theorie, sondern es ist auch ein praktisches Experimentieren mit der Zerstörung solcher antisemitischen Bilder und solchen Interventionen. Und da ist die Frage, wie kann in solchen Kämpfen, Interventionen und auch in einfach theoriepraktischen Vernetzungen, sage ich jetzt mal das blöde Wort da aufgreifen, also in der Herstellung, Organisation von theoriepraktischer Kommunikation, möglichst kosmopolitisch heute, ja, über diesen deutschen Tellerrand der deutschen Linken hinaus, wie kann da die Form kommunistischer Produktion und Verteilung schon konkret diskutiert werden? Wie können da diese konkreten Möglichkeiten, sowas wie, was heißt heute Arbeitszettel oder brauchen wir heute Arbeitszettel, kommen wir ohne Arbeitszettel aus? Nur noch ein Punkt, du hast angesprochen, diesen Affekt, den wir erwarten, ja, ich will aber nicht so viel arbeiten. Möglich natürlich, ich will gar nicht arbeiten. Wer von uns will das schon? Weil die Leute eben nur die Lohnarbeit kennen und die Verknechtungsgestalt der Arbeiten und so weiter. Ich denke aber, dass eher das Problem sein wird, und das ist gerade auch wieder, hängt mit diesem fetischistischen, sage ich mal, Antisemitismus bedingenden Arbeitswahn zusammen, auch gerade in dieser deutschen kapitalistischen Gesellschaft, dass die Leute sagen, gebt mir Arbeit. Ihr wollt mich auf die Räte wollen uns jetzt, wollen so und so viele Leute, brauchen sie gar nicht. Die Räte sagen, ich brauche jetzt gar nicht, ich mache 6 Jahre Ferien oder was. Ich will aber Arbeit. Woher beziehe ich meinen Lebenssinn? Das wird das Problem sein. Schon vor 10 Jahren war es meines Wissens so, dass im Weltmaßstab auf dem Stand der Produktion nur 500 Millionen Menschen notwendig waren.
Alles andere ist im Grunde überflüssig. Und man kann so viel automatisieren und kann die Produktivkräfte tatsächlich so entwickeln und so klug entwickeln, natürlich nicht naturzerstörerisch, mit Moratorien und so weiter. Darüber muss man sprechen. Ja? Man muss das selbst in die Hand nehmen. Man muss das selbst theoretisch in die Hand nehmen. Da haben die Situationisten die sozusagen die Methode der Psychogeographie erfunden, wo sie auf eine uns vielleicht naiv anmutende Weise einfach durch die Städte mit ihren Derives durch sind, durch die großen Stadtlandschaften. Und so, wenn wir das besitzen, dann machen wir das und das darauf. Dann gestalten wir die Situation und die Umstände und die Gebäude so und so. Und das sind Sachen, die natürlich spontan schon in dieser sogenannten Freiraumbewegung und auf mannigfaltige Art in Reclaim the Streets und was weiß ich in welchen Formen spontan vor sich gehen. Aber mit welchem Bewusstsein sie vor sich gehen, das ist das Entscheidende. Ob sie als Stützpunkte hin auf eine solche Übernahme und Bemächtigung im Weltmaßstab wieder diskutiert werden. Und sich als solche auch verteidigen, dass sie das diskutieren können und dürfen und entsprechende Aktionen zur Zerstörung der spektakulären Bilder von dem, was normativ sein muss. Nur noch ein Wort, was ein zweiter verhängnisvoller Blick, blinder Fleck der situationistischen kritischen Theorie war, auf die, sagen einfach die Trennung des Geschlechts. Also die Trennung des Geschlechts, die Frage von Gender und dem Naturwesen Mensch. Du hast es anfangs sehr schön am Arbeit auch als Stoffwechselprozess Mensch-Natur festgemacht und nicht irgendwie so eine bloß kapitalistische Struktur oder sowas, sondern das ist ein, auch mit der Notwendigkeit, Reich der Notwendigkeit, würde ich dir widersprechen, ist bei Marx sehr klar herausgearbeitet, dass das immer bleibt. Marx mogelt da, denke ich, überhaupt nicht. Gerade in Kapital 3 und so weiter wird also eindeutig gesagt, das Reich der Notwendigkeit wird immer bleiben. Und das, was er dann für diese Sozialdemokraten mit ihrem Programm entwirft, ist einfach eine Hilfestellung, um zu skizzieren, wie in einer Gesellschaft, wo die Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums, wie er das nennt, reicher fließen. Aber nicht so, dass nun überhaupt keine Arbeit mehr möglich ist. Ich denke, dass man da vielleicht etwas hineinsieht an Unredlichkeit oder Sprung oder Mogelei oder Kneifen von Marx. Ich denke, dass es bei Marx sehr konsistent ist. Darüber muss man sich auch weiter streiten. Es kommt auch nicht darauf an, ob das bei Marx so konsistent ist. Es kommt darauf an, ob wir das tatsächlich lösen. Und da muss man einfach drüber sprechen. Und darin vollzieht sich die Organisierung zur Klasse des Bewusstseins, indem man diese Probleme angeht und sie nicht als utopisch und von der Erlösung her und vom ganz anderen her und so weiter. Schon Walter Benjamin hat festgestellt, dass Marxes Leistung war, den Messianismus zu säkularisieren und nicht zu utopisieren und zu theologisieren. Mit den Problemen haben wir es dann auch zu tun. Dieses bequeme Rückzug in die Utopie. Also bestimmte Negation, Konkretionsarbeit, da haben wir zu tun als kommunistische Elemente in der Zukunft. Amen. Okay, jetzt sind wir zwar knapp 40 Minuten über die Zeit, aber immerhin. Ja, ihr seid gefragt, Sie sind gefragt. Fragen, Anmerkungen, Diskussionspunkte, Streitigkeiten, Bedürfnisse? Ich bitte um ganz kurze Antwort. Die Frage ist immer nur, ob du offen hast für uns oder ob wir das Rennen sind, die für dich beantwortet wurden. Für mich? Ja, weil du die Frage auch offen hast. Was erwartet ist, kann ich das Rennen, was angesprochen werden soll. Welche Frage meinst du? Ich habe viele Fragen aufgeworfen. Ja, sind davon für dich die Fragen beantwortet worden? Vielleicht ein, zwei, drei? Ja. Okay, das freut mich nach Antwort. Für dich nicht? Nein, also ich kann aber dann stell doch die Fragen am besten nochmal mit so und mit der Bitte, die vielleicht so in zwei, drei Sätzen zu beantworten, dann ist es vielleicht einfacher. Ja, das ist aber so, dass ich nicht grundsätzlich mit ganz schönen Fragen hergekommen bin. Ach so. Ich habe mir deine Fragen angehört und habe gehofft, dass die auch okay beantwortet werden und ich habe das nicht immer so wieder gehört. Okay. Kritikpunkt an beide also. Noch jemand mit offenen Fragen? Okay, das ist jetzt eher so spontan formuliert, weil ich eigentlich immer noch drüber nachdenke, wie ich das auf den Punkt bringe. Also zentrales Moment war ja immer diese Notwendigkeit, die bleibt, die habt ihr beide herausgearbeitet, also mit Bezug auf Marx und immer wieder dieses Kreisen um den Arbeitsbegriff, wo Zwie für mich jetzt noch ziemlich deutlicher das irgendwie als Teil dieser Alltagsreligion herausgearbeitet hat. Aber für mich war jetzt irgendwie immer wieder das Gefühl, dass man verhaftet bleibt in allen möglichen Entwürfen oder Ideen, wie es anders sein könnte, an dieser Arbeit immer wieder darauf zurückfällt.
Und diese Frage nach dieser Notwendigkeit, die bleibt ja auch immer wieder sich aus dem Verständnis der bisherigen Gesellschaft stellt. Vorhin waren irgendwie kurz, war kurz angesprochen, was es denn alles für Möglichkeiten mittlerweile gibt, technisch. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Strang, an dem man überlegen sollte, ob das nicht allgemein viele Sachen in Frage stellt, die Marx halt so noch gar nicht sehen konnte, dass im Prinzip gesellschaftliche Utopien auch über Diskurse, was heißt Diskurse, über Momente geführt werden können, die jetzt halt neu entstanden sind und im Prinzip ganz neue Mittel offenbaren. Für mich war so ein Punkt, weil es vorhin auch um die staatliche Lösung von bestimmten Momenten geht, also der Kommunismus, der in staatliche Lösungsmuster wieder zurückgefallen ist und deswegen notwendig halt diesen Moment der Emanzipation verlassen musste, der Antistaatlichkeit, inwieweit heute Diskussionen, die jetzt zum Beispiel auch ganz idealistisch bei Menschenrechten geführt werden, inwieweit man da andocken kann, zum Beispiel, um jetzt mal auf zum Beispiel Sheila Benedict zu rekurrieren, die halt sagt, dass der Nationalstaat in der heutigen Gesellschaft einfach in eine politisch-gesellschaftliche Krise geraten ist und das ist eine Frage, die stellt sich nicht aus der Kritik der politischen Ökonomie heraus, jedenfalls für mich nicht, inwieweit man da auch als quasi Kommunist andocken muss, sollte. Ja. Kurz. Ja, wenn es um die Abschaffung von Arbeit geht, hast jetzt sowohl du als auch Zwiefhorn, ihr habt auf die auf den ungeheuren Produktionsapparat verwiesen. Und den hat er nun der Kapitalismus hervorgebracht. Die Ironie der Geschichte wäre dann, man würde sozusagen seit 150 Jahren auf den Kapitalismus schimpfen und sich dann gewissermaßen ins gemachte Nest setzen. Aber, und man würde sozusagen das Blut, was an diesem an dieser Produktionsmaschinerie klebt, würde man voraussetzen. Und das ist das eine sozusagen, das ist, also Adorno, da gibt es Stellen in Vorlesungen, wo der sagt, das kann man eigentlich nicht machen. Man kann sich selber nicht sozusagen dann eine Basis aneignen, ohne dabei schlechtes Gewissen zu haben. Das ist eigentlich was Unmenschliches. Der andere Punkt ist aber bei diesem ganzen Thema, dass die kapitalistische Produktionsmaschinerie ja so weit geschritten ist, dass nur noch 2 Stunden am Tag gearbeitet werden müsste oder so. Wer wirklich mal in große Fabriken, wie sie existieren, geht, das ist unmenschlich, was dort, also allein wie die Dinge aufgebaut sind. Und dort vergisst man sozusagen ein Stück weit, dass die kapitalistische Gesellschaft sich auch in die stoffliche Seite der Maschinerie hinein sozusagen manifestiert hat. Marx beschreibt es ja auch im ersten Band des Kapitals sehr ausführlich, wie der Mensch zum Anhängsel der Maschinerie wird. Und da geht es nicht darum, dass er nur sozusagen über den Tauschwert mit der Maschinerie vermittelt ist, sondern dass die Maschinerie insgesamt kapitalistischen Bedürfnissen genügt und zum Beispiel, wenn der Mensch, der an der Maschine steht, einfach Pause machen will, dann kann man die nicht einfach ausstellen. Wenn man so eine Fabrik einmal, irgendwelche Großkraftwerke einmal anschaltet, die sind so konstruiert, die müssen durchlaufen. Das heißt, die sind an sich auch ihrer stofflichen Seite nach recht antihumanistisch konzipiert und deswegen geht es natürlich auch um eine stoffliche Revolution und nicht nur darum, irgendwie einen Tauschwert oder so abzuschaffen. Also da sehe ich sozusagen, da sehe ich eine gewisse Blauäugigkeit. Noch dazu ist es ja so, dass diese Produktionsmaschinerie auch ökologisch zu großen Zerstörungen geführt hat. Das ist ja gewissermaßen Arbeit, die uns jetzt erst geschaffen wird, wie zum Beispiel das Ozonloch, Treibhauseffekt etc. Das sind ja alles, das ist ja nicht nur übertriebene Medienpropaganda, sondern es ist ja real so. Also dort wird gleichzeitig auch durch die Produktionsmaschinerie wieder Arbeit geschaffen, die dann gemacht werden müsste.
Zwieder zu. Fällt mir sehr schwer, da auf diese Frage so zu antworten. Sehr schwer. Das bedeutet eine sehr dringende Forschungsaufgabe, zu gucken, wie es kommt, dass die Staatstätigkeiten heute, ob das nun besonders krisenfeste Staatsgebilde sind oder wie die verflochten sind mit diesen suprastaatlichen Sachen oder wie sie im Einzelnen wirken, die Auflösung, die Zerfaserung, so sagen ja Politologen seit langem, der Dienste und Agenturen und so weiter, ja. Guy Debord sagt mal schon 1988 irgendwo, über Demokratie wird seitdem und über Rechtsstaat so viel geschwätzt, seit es sie nun überhaupt nicht mehr gibt. Also solche Veränderungen der modernen Staatstätigkeit als ganz klar geschäftsführender Ausschuss der Bourgeoisie, wer immer jetzt die Bourgeoisie wiederum sei, ne, ist mit dieser Forschungsaufgabe verbunden, die wir machen müssen, wo wir natürlich uns der ganzen Forschungen der Regulationstheorien und Theoretiker und so weiter und Polanzas und was nicht alles bedienen müssen. Das ist ja ganz selbstverständlich, aber wir dürfen die zum Beispiel bei Polanzas diese Vermurksung, Verbiegung Gramschis und die Verbiegung Lenins, da wo Lenin tatsächlich ganz klar sieht, dass die Demokratisierung, dass die Demokratie bis ans Ende, ja, da ist Lenin durchaus mit seinem Janus, mit seiner Janusköpfigkeit als bürgerlicher Revolutionär und als proletarischer Revolutionär sehr folgerichtig. Die Demokratisierung bis ans Ende, auch die Situationisten haben gesagt, die totale Demokratie, ja, die muss einfach vorangetrieben werden von uns. Das ist ganz klar. Engels hat ja schon versprochen, dass die Form für den Übergang in die revolutionäre Diktatur des Proletariats die bürgerliche moderne Demokratie nur sein kann, die parlamentarische Demokratie sogar und so weiter. Also diese ganzen Probleme, wie stellt sich Staatlichkeit heute dar, dass sie fast wirklich total scheint mit den gesellschaftlichen Aufgaben des Produktionsapparates schon verflochten. Was ja schon Lenin dazu verführt hatte, zu sagen, ja, wir brauchen da bloß die Spitze abzuschlagen, eben diese Stammokap-Denke sozusagen, die ja immer wieder Urständ feiert, jetzt auch gerade. Wir brauchen da nur die linke Politik dafür, wir brauchen ja nur die alternativen Ökonomen, wir brauchen ja nur, also ich brauche das nicht zu wiederholen, diese ganzen Politikerphrasen und diese Illusionen, die damit verbunden sind, man braucht den bestehenden Produktionsapparat als staatlich durchorganisieren, als Deutsche Post sozusagen hoch drei, dann nur zu übernehmen durch eine Arbeiterpartei oder sowas. Diese Illusion, die muss natürlich radikal kritisiert werden, weil sie ja auch genau in diese Hekatomben geführt hat. Und weil sie ja die Menschen unterworfen hat, dieser Maschinerie und sie zum Anhängsel dieser Megamaschinerie natürlich gemacht hat. Also wie ist das zu spalten, zu sondieren? Das ist einfach eine Forschungsaufgabe. Aber doch immer nur auf der Grundlage nicht eines radikalen Reformismus, der schon weiß, dass er nur noch durch Reformen den Weg in den sogenannten Sozialismus, der sich dann als Staatskapitalismus entpuppt oder als sozialistische Marktwirtschaft oder sowas entpuppt, der das schon weiß, dass die Revolution passé sei und der schon weiß, zu wissen glaubt und es verordnet, ja, überhaupt nicht mehr auf die Klasse selbst zu setzen. Ja, sondern auf Basis, dass die Klasse selbst das macht, auf Basis, dass wir diese theoretische Praxis und diese Untersuchung selbst organisieren und die Erfahrungen einbeziehen, das Erfahrungswissen und entwenden, was da an Forschungen ist. Das ist eigentlich nur alles, was man im Moment sagen kann und es ist auch eine Frage der Bewusstseinsarbeit. Nur die Auskunft von Marx ist doch richtig erstmal, dass der General Intellect, der sich hier aufgrund dieses fixen Kapitalsapparats, dieses Produktionsapparats bildet, in dem die Formbestimmtheit der kapitalistischen Produktion, also des Produktionsprozesses als Verwertungsprozess, die Form des Verwertungsprozesses, den Menschen aufgeherrscht wird und diese Menschen sozusagen frisst, verschlingt, ausbeutet, dass dieser General Intellect das Beste ist, was dieser Apparat geschichtlich hervorbringt. Und dass dann überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als dass wir diesen General Intellect, der wir ja schließlich sind, gerade nicht zuletzt an der Uni, ja, in dieser oder jener Form, entwenden, umdrehen, uns aneignen. Das, mehr kann man doch überhaupt nicht sagen. Und dann muss man gucken. Also deswegen fällt mir die Beantwortung dieser Frage so furchtbar schwer. Das andere ist auch bei Adorno, du führst Adorno immer sehr schön an, aber die besten Sachen von Adorno, die kommunistischsten Auskünfte, die möchte ich jetzt noch hinzufügen, zum Beispiel bei dieser Gerechtigkeitsfixierung, ist es doch so, dass überhaupt keine Gerechtigkeit mehr als Kategorie bemessen werden muss oder gemessen werden muss, ebenso wenig wie Recht, als die Kodifizierung sozusagen von bestimmten Gerechtigkeitsvorstellungen, wenn wir eine Gesellschaft hinkriegen, in der jeder das Individuum ohne Angst verschieden sein kann.
was soll ich denn damit Gerechtigkeit? Es geht darum, dass jedes Individuum ohne Angst verschieden sein kann, so Adornos Formel. Und es geht darum, dass jedes gesellschaftliche Individuum schon bei Marx so mehrfach ganz klar als sozusagen fast schon nicht Sinn, aber Resultat dieser ganzen qualvollen Geschichte, ja, an Horizont gestellt, dass jedes Individuum die disponible Zeit bekommen kann, so ein Optimum, ein Maximum von disponibler Zeit, um sich frei zu entfalten. Wie sozusagen der gemeinsame Ausgangspunkt von Max Stirners Doktrin, ja, Aufhebung des Frühsozialismus, der Hegelschen Schule, in Marxens früher Formel, ich bin nichts und müsste alles sein, kulminiert. Aber die Max-Stirner-Richtung des Individualanarchismus und des egoistischen Menschen und des Gesellschaftsindividuums in seiner materiellen Entfaltungsmöglichkeit gehen radikal diametral verschiedene Wege, aber sie wollen ja das Gleiche. Und diese materielle Möglichkeit, ohne Angst verschieden sein zu können und alle Schranken zu beseitigen, niederzureißen, die meiner Entwicklung, die völlig beliebig ist, auch geschlechtsmäßig, ja, völlig beliebig ist, die Geschlechterrollen oder auch das biologische, naturhafte, anatomische Geschlecht, das soll mir, bitteschön, also die polymorph-perverse Orientierung jedes Individuums, das ist das Ziel des Kommunismus im Umfang, der weit über den Sex oder über Genderrollen hinausgeht, bitteschön. Und das ist die marxische Vision und die adornische Vision und das ist auch die situationistische Vision, mal mit der situationistischen Formel ausgedrückt, bei der generalisierten Selbstverwaltung, da fängt es damit an, dass jedes Individuum die Ausrüstung, die es für seine Abenteuer braucht, allein oder mit anderen zusammen, bekommt von der Gesellschaft. Und das muss produziert und planmäßig und bewusst produziert werden. Noch ein Wort dazu, dass auch diese Frage der Durchsetzung von der kritischen Theorie richtig aufgewiesen worden ist, ist in dem doch einigermaßen, also ich war überrascht, als ich es nach langer Zeit wieder gelesen habe, die Elemente des Antisemitismus, habe ich mich richtig ein bisschen geschämt, wie klar das ein Aufruf zur Revolution einfach auch ist, zum gewaltsamen Umsturz, wie Marx das noch nannte. Wenn es am Ende dieser Element des Antisemitismus heißt, ich hoffe, dass das mein Schlusswort jetzt für heute ist, weil das alles ja gar nicht so konkret verfolgt werden kann, dieser Aufriss. Da heißt es, die ihrer selbstmächtige, zur Gewalt werdende Aufklärung selbst vermöchte die Grenze der Aufklärung zu durchbrechen. Das ist nichts anderes, als was Marx der junge Marx an Horizont gezeichnet hat. Die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift und es muss zur Klasse des Bewusstseins sich organisiert werden. Dann kann die Aufklärung aus dem bürgerlichen Schrank, aus ihrer Zwiespältigkeit, aus der fatalen Dialektik der Aufklärung, die bis dahin nachgezeichnet worden ist, sich auch selbst befreien. Etwas anderes kann man überhaupt nicht sagen, wenn man das kommunistische Projekt verwirklichen will. Aus der Möglichkeit heraus, die es im Kapitalismus bereits schon materiell zur Verfügung stellt. Und die konkreten Fragen sind Fragen der Organisierung in bildet Banden oder sowas. Ja? Wie wir mit der Staatlichkeit umgehen, in der wir vielleicht unseren Job haben oder so. Das ist dein Problem. Entschuldigung. Weitere Fragen? Probleme, Anmerkungen, Kritik? Wir können auch erstmal ein paar Fragen sammeln, falls ihr nochmal Angst habt, dass wir dann immer gleich bei jeder Frage so lange antworten. Bitte. Ja, inwiefern sehen denn die Referenten die Möglichkeit der Radikalisierung des Kommunismus heutzutage in Form der organisierten Parteien noch gibt? Oder ist es überhaupt nicht mehr möglich, den Kommunismus überhaupt durchzusetzen? In der Demokratie, also beziehungsweise aus der Demokratie dann heraus, oder eher auf syndikalistische Art und Weise, weil solche Gewerkschaften sind aus der Mitte der Gesellschaft, ohne dass es ja jetzt noch dieses Proletariat in dem Sinne gibt, wie es halt früher geherrscht hat, oder wie es halt früher war. Kurze, knappe Antwort darauf. Weitere Fragen? Kannst du das noch mal lauter sagen, bitte? Aha.
Okay, wenn es erstmal keine Fragen gibt. Hannes, kommunistische Parteien, Syndikalismus als Träger einer kommunistischen Utopie. Heutzutage. Also ehrlich gesagt, mit der Frage nach dem, ich habe sozusagen, eigentlich beschäftige ich mich eher derzeit, weil ich das glaube, dass das die dringliche Frage ist, sozusagen mit den, warum ist der Kommunismus gescheitert, um überhaupt sozusagen einen Neuanfang zu wagen, die praktische Frage, wie dahin kommen zu einer Gesellschaft, steht für mich an zweiter Stelle und ich bin da überhaupt kein, ich habe da jetzt noch nicht lange drüber nachgedacht. Ich gebe es nur mal einen Hinweis, der ziemlich persönlich ist. Angesichts der militärischen Produktivkräfte, die mittlerweile auf dieser Erde existieren, habe ich vor einer gewaltsamen Revolution eher Angst. Das klingt ein bisschen hippie-mäßig, aber ist so. Bitte vielleicht gleich was zu der zweiten Frage sagen. Was war mein Klasse? Gehört Gewerkschaft zur Klasse? Da muss man sich die jeweiligen Gewerkschaften anschauen, wie die auf die Klasse zurückwirken. Ihre Aufgabe ist es ja schon, im Interesse des Proletariats zu agieren. Und ich denke, es gibt schon große Unterschiede zwischen diversen Gewerkschaften und dass einige Gewerkschaften wirklich das Proletariat eher bändigen, als sein Interesse zu vertreten. Andererseits kann man nun gewerkschaftliche Aufgaben auch nicht völlig, selbst wenn sie reformistisch sind, kann man nicht völlig schlecht reden. Insofern natürlich auch kleine Schritte unmittelbar Leuten erstmal gut tun, wenn die halt nicht fürchterliche Arbeitsverträge oder so haben. Also, aber ich würde sozusagen die Gewerkschaften jetzt gar nicht sozusagen so als revolutionäre Institution sehen, sondern eher so als okayes, reformistisches Mittel, um jetzt schon halbwegs Leben zu erleichtern. Das halte ich für nichts Verkehrtes. Aber ich würde dem... Und dann müsste man nochmal einzeln schauen, wie die Gewerkschaften agieren. Und da denke ich, also gerade wenn man ich bin teilweise selber innerhalb von Gewerkschaften angestellt und habe dort sehr mit Rechtsextremismus innerhalb von Gewerkschaften zu tun. Also da wird einem dann doch eher bange, wenn man die deutsche Gewerkschaftsstruktur anschaut. Wie fünf Sätze zu kommunistischen Parteien. Fünf Sätze. Also dann muss ich sie kurz machen. Vielleicht beschränken wir es zu auf kommunistische Parteien in Deutschland. Um zu rahmen. Zu Gewerkschaften gesagt. Oder zu Gewerkschaften. Also ich fange mal an mit den Arbeiterkoalitionen als erster Satz. Das sind ja, ist ja Marxes Ausdruck für die Gewerkschaften. Die elementarsten Kämpfe, um überhaupt sich zur Wehr zu setzen, sind ja nur möglich in solchen Koalitionen. Der Klasse an sich und was aus diesen Organisationen wird im Laufe der Geschichte, muss man halt gucken. Und wenn man einen Job in der Gewerkschaft hat, kommt es darauf an, was man daraus macht. Zu den höheren, praktisch schon Staatsorganen auf der Form nach Konglomerationen, auch der Arbeiterbewegung, nämlich den Parteien, sagen wir mal Arbeiterparteien, gibt es ja so nicht mehr, linke Parteien, ist es im Grunde genau das Gleiche. Wenn die Kommunisten definieren sich im Manifest der Kommunistischen Partei schon klipp und klar als der immer weitertreibende, die Einsicht in den Gang der Verhältnisse, die sich erarbeiten in diesen allen Arbeiterparteien aller Länder, dieser bewegliche Teil, dieses Element, dieses Ferment sozusagen in den Parteien. Es ist kein Verbrechen, in so einer Partei zu sein, genauso wie es kein Verbrechen ist, seinen Job in irgendeiner anderen Firma zu machen. Das sind Firmen und das sind Staatsorgane. Es gibt auch andere, es gibt auch revolutionäre, aber die haben meistens die furchtbare Eigenschaft gehabt, revolutionäre Gewerkschaftsorganisation oder sonst was zu sein, oder rote Gewerkschaftsorganisation, da gab es alles mögliche, Syndikalismen, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das ist ein organisches sozusagen Geflecht, ein Plexus, und für Marx war die Sache die, wie sich die theoretische Praxis dieser Elemente, dieses Ferments, dieser kommunistischen Elemente in diesen ganzen Organisationen, wie die sich selbstständig organisiert. Und das war sozusagen dann die Partei im großen historischen Sinne. Das ist ein Werden und Vergehen. Aber inzwischen ist es wohl so, dass kaum noch eine Partei zu finden sein wird und auch kaum noch eine fertige Gewerkschaft,
die nicht ein reaktionärer Apparat ist. So dass die Situationisten schon in den 60er Jahren zu dem Schluss kamen, ich lese hier nur den Satz von Debord vor, und das wäre dann die letzte Auskunft, wie ich es auch heute sehen würde. Der abstrakte Wille zur sofortigen Wirksamkeit bei den Kommunisten erkennt die Gesetze des herrschenden Denkens, den ausschließlichen Gesichtspunkt der Aktualität an. Du musst sofort jetzt was tun. Wenn er sich den Kompromittierungen des Reformismus oder der gemeinsamen Aktion pseudo-revolutionärer Trümmerhaufen ergibt. Dadurch hat sich der Wahn in derselben Position wiederhergestellt, die ihn zu bekämpfen beansprucht. Die über das Spektakel, also die Bilder von der Revolution, von der Organisierung und von der Linken hinausgehende Kritik, muss vielmehr zu warten verstehen. Savoir attendre, aktives Warten. So wäre meine Auskunft. Ist die sind die Fragen soweit beantwortet? Nein. Herr Müller, du hast hier ein reelles Bieres Lied, erlebt sozusagen, also in einer Gesellschaft, in der Kapitalismus ja ein großer Selbstläufer ist, nicht mehr so ein spezifisch streitbares Problem, sondern so ein großes. Eine weitere Frage, weil uns der Sicherheitsmann jetzt aufs Dach steigt demnächst. Also stellt sie jetzt, weil wir haben quasi noch 4 Minuten. Hallo. Ja, vielleicht können wir uns die Fragen reinteilen. Ich nehme deine Frage. Die ist ja auch an mich gerichtet worden. Naja, vielleicht habe ich dort begrifflich ein bisschen viel dem Thema aufgebürdet. Also was ich meine ist, Marx, also sozusagen die rationale Produktion hat ja zur Voraussetzung, dass die Arbeit gesamtgesellschaftlich organisiert ist, zumindest in der marxischen Vorstellung. Wenn die Arbeit gesamtgesellschaftlich organisiert ist und all ihre Bestandteile, also jede einzelne Arbeit, gewissermaßen Teil dieser Gesamtarbeit ist und als diese Gesamtarbeit organisiert wird, dann brauchst du eine gewisse Berechenbarkeit der einzelnen Arbeit und damit auch des einzelnen Arbeiters. Und damit kommt unter dieser Voraussetzung kommt meines Erachtens ein totalitäres Moment mit rein. Ohne dass Marx das will und ausspricht, aber da steckt für mich eine gewisse Logik drin, es sei denn, man würde sozusagen dem Chaos und der Spontanität in diesem Produktionsapparat Rechnung tragen. Aber das macht Marx in diesen Formulierungen nicht. Also er redet dort von Buchführung und solchen Sachen. Das sind alles sehr, also ich glaube schon, es gab von Che Guevara und anderen, taucht man mal wieder auf, die sozusagen eine Utopie haben. Eine Gesellschaft, eine Gesamtgesellschaft muss wie eine Fabrik funktionieren. Und das ist meines Erachtens barbarisch gedacht. Und es gibt auch Ansätze da, solche Sachen heute gerade über so ein weltweites Kommunikationsnetz wie das Internet oder so anders zu denken. Aber auf jeden Fall muss man sozusagen versuchen,
dass so eine Produktion funktioniert, ohne dass die Individuen als Bestandteile dieser Produktion festgelegt sind. Also man muss gewissermaßen dem anarchistischen Moment geradezu Rechnung tragen, wenn man sich solche Gedanken über eine zukünftige Produktion macht. Und ich glaube auch, dass die Anarchisten aus politischen Gründen viel zu sehr befeindet wurden von Marx. Ich glaube, dass die wichtigen Motive eigentlich für eine Gesellschaftskritik beigegeben haben. Ja, ich darf deine Frage beantworten. Ist das recht? Oder war das an Beid? Oder? Ja? Wir haben es so aufgeteilt. Das kann ich leider nur durch eine ganz furchtbar abstrakte Auskunft, was das für ein Forschungsprogramm bedeuten würde, deine Frage zu beantworten. Es liegt auf der Linie von Marxens Idee, damals in der Aufhebung der Hegelischen Schule 1844, die Menschheit hat den Traum von einer Sache und die kann aber die Sache dann haben, wenn sie sich über ihren Traum klar wird und aus diesem Traum erwacht. Also es geht um eine gesellschaftliche Traumdeutung, die die Träumenden selber vollbringen, um das, wovon sie träumen, nämlich revolutionäres Begehren, radikale Bedürfnisse, wovon für Marx immer wieder die, gerade in den Frühschriften, das radikalste aller Bedürfnisse, das Bedürfnis des Menschen nach dem Menschen ist, also nicht entfremdeter menschlicher Verkehrsformen, oder wo die Geschlechter Spannung, die verschiedenen Formen des Geschlechts, die Trennung des Geschlechts entlang den Arbeitsteilungen aufgehoben werden. All das ist in den Träumen der Menschen in der spektakulären Form der kapitalistischen Produktionsweise enthalten und äußert sich in Gesten. Walter Benjamin hat das in seinem Passagenwerk in Zusammenarbeit mit Adorno sehr stark auch eingeschlagen, diesen Weg, den Traumschlaf des Proletariats. Und seine Träume kurz vor der Pariser Kommune zu analysieren als Historiker, materialistischer Historiker, oder eine Theorie des Erwachens zu entwickeln. Und die Situationisten haben auch wiederum daran in den 60er Jahren angeknüpft und haben durch die Psychogeografie-Methode, die ich vorhin schon erwähnte, versucht, die Gesten der Proletarisierten und auch die eigenen Gesten, die Bilder, die Körperbilder, wie wir mit Sprache umgehen und die Träume, das revolutionäre Begehren in diesen Bildern und Träumen des Vorbewussten, des gesellschaftlichen Unbewussten, Vorbewussten sozusagen als gesellschaftliche Traumdeutung zu dechiffrieren. Und nur wenn das möglich ist, ist sowohl der Umsturz der bestehenden Produktionsweise möglich, als auch die Einrichtung einer menschengerechten, angstfreien, verschieden sein könnenden, ja, individuell gesellschaftlichen Produktionsweise auf weltgesellschaftlichem modernen Niveau, die nämlich ganz und gar davon abhängt, dass die Menschen, das hat Marx auch immer betont, nicht einfach nur den Produktionsapparat sich bemächtigen und aneignen oder auch die Form dieses Produktionsapparates, sondern sich als die erste Produktivkraft selbst umgestalten. Und das ist nicht der neue Mensch einfach, sondern das ist ein langer Prozess, für den es kein vermittelndes Drittes, kein Gesamtfetisch, kein Fetisch der Kommunismus oder sowas gibt. Das können wir nur selber tun. Soweit. Okay, dann sind wir am Ende. Vielen Dank für euer Kommen. Ich darf euch noch herzlich einladen zur nächsten Veranstaltung im Rahmen der Reihe. Und zwar ist das am 6. November ein Vortrag zu Magdeburg im Nationalsozialismus. 19 Uhr wieder hier. Würde mich freuen, euch und sie wiederzusehen. Ansonsten wäre es nett, jetzt vielleicht noch in privaterer Runde irgendwo in der Kneipe, wer Lust, wer Zeit hat, noch weiter zu diskutieren. Ansonsten schönen Nachhauseweg.